Ich freue mich unheimlich, Sie hier alle heute Abend auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen im Museum für Naturkunde, dem Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, begrüßen zu dürfen. Und das muss ich sagen, aber das sage ich auch mit großer Freude, weil zwei Präsidenten der Leibniz-Gemeinschaft, Herr Professor Meyer und Herr Kleiner, der jetzt derzeitig Präsident ist, hier heute vertreten sind. Sie sehen also, dass die Leibniz-Gemeinschaft sehr hinter dem steht, worüber wir reden. Wir als drei Direktoren der naturforschenden Museen der Leibniz-Gemeinschaft, aber auch die Leibniz-Gemeinschaft als solches. Ja, worum geht es hier? Dieser junge Mann hier, Alexander von Humboldt, hat vor über 200 Jahren das erste Mal davon geredet, welche Auswirkung die Veränderung der Natur auf das Klima hat. Das hat er auch in seinen Werken dokumentiert. Und er hat auch schon davon gesprochen, welche schlimmen Auswirkungen die Veränderung der Natur nicht nur auf das Klima, sondern auch auf die Bedingung der Menschen, die an diesen Orten, die zerstört werden, haben wird. Das ist also alles keine neue Erkenntnis, worüber wir heute reden. Die naturkundlichen Museen sind Archive des Lebens, natürlich auch des Todes, wie Sie hier sehen. Und wir haben in unseren Sammlungen die Beweise für das Entwickeln von Leben, das Diversifizieren von Leben, aber auch für das Aussterben von Leben. Und wir wissen, dass es 5 Aussterbekrisen gegeben hat in der Vergangenheit, die wirklich die Natur radikal zerstört haben, das Leben nicht als solches, weil Leben kann man nicht zerstören. Wir sehen aber, dass es zu einem gewaltigen Artenschwund, zu einer kompletten Veränderung der Lebensbedingungen auf diesem Planeten kommt. Und dass sich dann über lange Zeiträume das Leben wieder erholt. Die Artenkrise, von der Sie vielleicht alle gehört haben, auch dank Steven Spielberg, ist das Aussterben der Dinosaurier. Und das ist durch einen Meteoriten entstanden, der eben halt in Mexiko eingeschlagen ist. Hier ist ein Stück Gestein, 1000 Meter unter der Erde erbohrt, und Sie sehen auch hier noch kleine Spuren des Meteoriten. Der hat eben halt das Gestein bis auf 1000 Meter und tiefer pulverisiert und verändert. Und heute sind wir als Menschen der Meteorit, der einen ähnlichen Einschlag in das Leben, das wir als Menschen auf diesem Planeten teilen, eben halt durchführt. Und da müssen wir uns fragen, ob das eine nachhaltige, eine kluge, unserem eigenen Namen Homo sapiens angemessene Art und Weise des Handelns ist. Und dann können Sie sich natürlich, und das ist vollkommen legitim, fragen, was interessiert mich Biodiversität? Hier ist jetzt dieser arme Frosch drin, der kommt aus Westafrika, und Sie haben es vielleicht gehört, Frösche durch verschiedene Ursachen sind sehr stark vom Aussterben bedroht. Ungefähr ein Viertel aller Arten, ist jetzt gerade vor ein paar Tagen ein Paper dazu erschienen, sind bedroht. Und was stört es uns, wenn diese armen Frösche den Bach runtergehen? Es stört uns, weil die sich natürlich sehr häufig und oft von Mückenlarven ernähren. Und wie wir alle wissen, ist die Mücke das Tier, was die meisten Menschen auf der Erde jedes Jahr umbringt. Es ist nicht der weiße Hai, es ist nicht der Löwe, es sind Mücken. Und die haben eben halt natürliche Feinde, und denen machen wir derzeit den Garaus. Die Artenkrise ist real, die Artenkrise ist gewaltig. Wir können das durch unsere Forschung an unseren Sammlungen demonstrieren, dass wir als Menschen die 6. Aussterbekrise hervorrufen. Das kann nicht der richtige Weg sein. Diese Organismen hier, die Wandertaube, der Stör aus dem Yangtze,
das sind Zeugen, was wir als Menschen mit der Natur gemacht haben. Das sind zwei Arten, die wir direkt oder indirekt ausgerottet haben. Das sind aber nur zwei von einer Million und das können wir uns nicht erlauben. Und deswegen freuen wir uns, hier heute Sie alle als so spannende Gruppe zusammengebracht zu haben, um zu diskutieren, wie wir gemeinsam die nächsten Schritte gehen können, dass dieses Aussterben verhindert wird. Ich bedanke mich und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Und wir müssen uns natürlich die Frage stellen, was Johannes hier angedeutet hat und geschildert hat, dass wir es mit einem dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt zu tun haben. Was ist denn eigentlich wirklich das Problem? Wir müssen uns diese Fragen stellen. Und wenn wir uns diese Frage stellen, so sehen wir sofort, wo das Problem liegt. Wir spüren es nicht unmittelbar. Wir spüren es nur dann unmittelbar, wenn zum Beispiel Supermärkte von allen Produkten gereinigt werden, die aufgrund der biologischen Vielfalt, etwa der Bestäubung von Insekten, entstehen. Und dann sind unsere Supermärkte quasi leer und dann spüren wir zum ersten Mal, zumindest im Moment, was es bedeutet, biologische Vielfalt zu verlieren. Wenn wir das so sehen, dann wird einem unmittelbar klar, wieso wir seit 1992, am 22. Mai 1992 wurde die Internationale Konvention zum Schutz der Arten der biologischen Vielfalt unterzeichnet, bisher in keinster Form erkennen können, dass es zu einem Stopp oder zu einem Einbremsen des Verlusts der biologischen Vielfalt gekommen ist. Das heißt, wir haben die Einsicht, dass wir biologische Vielfalt verlieren. Wir kommen aber nicht zum Handeln. Im englischen oder im wissenschaftlichen Jargon nennt man das immer so sehr salopp, das Knowledge-Action-Gap. Und vom Wissen zum Handeln zu kommen, das ist die Intention der Berliner Erklärung, die wir heute auch vorgestellt haben, Vormittag. Und vom Wissen zum Handeln zu kommen, braucht es mehr als die wissenschaftliche Einsicht. Wir als Wissenschaftler können sagen, was die Effekte politischer Entscheidungen sind. Wir können auch Prognosen abgeben, was getan werden könnte und müsste. Aber wir selbst sind natürlich nicht oder nur als politische Bürger und Menschen Handelnde. Und insofern ist es außerordentlich notwendig, wenn wir etwas wirklich bewegen wollen in dieser Welt, dass wir Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und auch Philanthropie zusammenbringen und gemeinsam an einem tatsächlichen Handeln, an Aktionen arbeiten. Denn nur dann kann gelingen, was wir brauchen und benötigen, dass diese Kurve, die eigentlich gar keine Kurve ist, sondern die stetig nach unten weist, was die Artenvielfalt betrifft, so umgekehrt wird, dass letztendlich Artenvielfalt sich wieder erholt und geschützt wird und dazu dient, uns selbst als Ressource diesen Planeten lebenswert zu erhalten. Eine ganz wesentliche Komponente dessen, was wir vor uns haben, ist, dass nur mit dem Erhalt der natürlichen Ressourcen, der biologischen Vielfalt, wir auch damit die Erderwärmung oder die Erderhitzung eindämmen können. Insofern sprechen wir also von einer Zwillingskrise der Biodiversitäts- und der Klimakrise, die wir gemeinsam mit gemeinsamen Anstrengungen lösen können und lösen müssen. Ich möchte zum Schluss hier noch einmal einen Impetus entwickeln. Wir könnten sehr, sehr leicht in eine gewisse Negativität verfallen, in eine gewisse Frustration verfallen, dass in den letzten 30 Jahren es uns nicht gelungen ist, irgendetwas zu ändern. Ich glaube aber, es ist angebracht, hier und heute motiviert zu sein und optimistisch zu sein. Wir sehen, dass anhand unserer Jugend, anhand unserer Kinder, die außerordentlich motiviert sind, sich zum Beispiel in Fridays for Future Bewegungen engagieren. Wir sehen das auch von Seiten der Wirtschaft, dass man sieht, es muss was passieren. Wir sehen das auch von Seiten der Wissenschaft und auch von Seiten der Philanthropie, dass offensichtlich die Zeit reif ist, hier wirklich zu agieren. Und in diesem Sinne bin ich sehr, sehr optimistisch, dass wir auch mit diesem heutigen Abend hier einen Impetus liefern können, um voranzuschreiten, um letztendlich einen Weg zu gehen, der notwendig ist. Als letztes Wort noch, wir haben das auch in der Berliner Erklärung angeführt, Deutschland als eine große Industrienation hat hier eine enorme Verantwortung. Deutschland mit seinem enormen ökologischen Footprint und Deutschland mit seiner Präsidentschaft der G7 kann hier einiges bewirken. Und wir haben das in der Berliner Erklärung angeführt und Punkte angeführt, in welcher Form Deutschland international gestalten kann und eine Rolle einnehmen kann,
die es tatsächlich auch einnehmen kann, aufgrund seiner Kompetenz, aufgrund seiner Mächtigkeit, Wirkmächtigkeit als große Industrienation. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt gern an Clement Trockner übergeben. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wagen heute auch ein neues Format des Zusammenarbeitens, dass die verschiedenen Akteure der Gesellschaft hier zusammenkommen. Wer sind wir? Wir sind ein Nukleus, die drei Naturmuseen der Leibniz-Gemeinschaft. Wir sind hier in Berlin, in Bonn und in Frankfurt. Die Naturmuseen sind Forschungsmuseen. In unseren Museen forschen 500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit, auf allen Kontinenten, um eben das System Erde zu verstehen. Und wir haben auch die umfangreiche Sammlung, die Archive des Lebens. Mit über 100 Millionen Objekten sind das die größten Sammlungen der Welt nach Smithsonian. Und diese Sammlungen spielen eine ganz zentrale Rolle, wenn wir verstehen wollen, wie die biologische Vielfalt sich verändert hat und wie das Zusammenwirken zwischen Mensch und Natur funktioniert. Und drittens, wir sind Plattformen des Dialogs und wir sind Orte des Vertrauens, weil wir authentisches, kuratiertes Wissen hier in unseren Museen zeigen. Jedes Jahr besuchen 2 Millionen Menschen unsere Museen. Und ich glaube, es gibt kaum bessere Orte wie diese Museen, wo man eben die notwendige Transformation anstoßen kann, wo man sie unterstützen kann. Wie eben diese Museen, wo eben so viele Menschen herkommen und neugieriger, begeisterter, faszinierter dann diese Museen verlassen. Die heutige Veranstaltung ist nicht eine einmalige Veranstaltung. Es ist im Prinzip ein Beginn einer längeren gemeinsamen Reise, die wir gehen müssen, wenn wir schaffen wollen, eine Zukunft für unseren Planeten zu erhalten. Je länger wir warten, desto schwieriger wird es, gegenzusteuern. Und wir müssen ganz klar vom Wissen zum Handeln gelangen. Und heute setzen wir einen ganz wichtigen Schritt. Ich wünsche uns allen einen großartigen Abend. Danke. Vielen herzlichen Dank an Sie drei. Sie dürfen wieder Platz nehmen und ich glaube, was Sie jetzt alle auch angesprochen haben, das ist total wichtig nochmal zu erkennen. Mir ging es heute auch so, als ich angereist bin hier in Berlin, ich habe ganz oft den Gedanken gehabt, ganz viele Menschen wissen gar nicht, wie groß diese Krise ist und haben vielleicht einfach nicht den Kenntnisstand und sie wissen aber auch nichts von den vielen guten Lösungen, die die Natur schon längst bereithält. Und es gibt einen sehr beeindruckenden Film dazu, der das nochmal gut zusammenfasst. Der ist von der Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg und von George Monbiot. Er ist Investigativjournalist und Buchautor und diesen Film wollen wir Ihnen jetzt einmal kurz zeigen. This is not a drill. My name is Greta Thunberg. We are living in the beginning of a mass extinction. Our climate is breaking down. Children like me are giving up their education to protest. But we can still fix this. You can still fix this. To survive, we need to stop burning fossil fuels. But this alone will not be enough. Lots of solutions are talked about, but what about a solution that is right in front of us? I'll let my friend George explain. There is a magic machine that sucks carbon out of the air, costs very little, and builds itself. It's called a tree. A tree is an example of a natural climate solution. Mangroves, peat bogs, jungles, marshes, seabeds, kelp forests, swamps, coral reefs, they take carbon out of the air and lock it away. Nature is a tool we can use to repair our broken climate. These natural climate solutions could make a massive difference. Pretty cool, right? But only if we also leave fossil fuels in the ground. Here's the crazy part. Right now, we are ignoring them.
we spend 1,000 times more on global fossil fuel subsidies than on natural-based solutions. Natural climate solutions get just 2% of all the money used on tackling climate breakdown. This is your money. It is your taxes and your savings. Even more crazy, right now, when we need nature the most, we're destroying it faster than ever. Up to 200 species are going extinct every single day. Much of the Arctic ice is gone. Most of our wild animals have gone. Much of our soil has gone. So what should we do? What should you do? It's simple. We need to protect, restore, and fund. Protect. Tropical forests are being cut down at the rate of 30 football pitches a minute. Where nature is doing something vital, we must protect it. Restore. Much of our planet has been damaged. But nature can regenerate, and we can help ecosystems bounce back. Fund. We need to stop funding things that destroy nature and pay for things that help it. It is that simple. Protect, restore, fund. This can happen everywhere. Many people have already begun using natural climate solutions. We need to do it on a massive scale. You can be part of this. Vote for people who defend nature. Share this video. Talk about this. All around the world, there are amazing movements fighting for nature. Join them. Everything counts. What you do counts. Ja, jeder Schritt zählt und wir müssen endlich ins Handeln kommen und es ist so einfach, sagt Greta Thunberg. Und wir haben auf EU-Ebene den Green Deal, wir haben die EU-Biodiversitätsstrategie 2030 und wir haben einen EU-Kommissar gefragt und ihn gebeten, mal bitte einzuordnen, welche Rolle in diesen beiden Strategien die Nature-Based Solutions spielen. Er heißt Virginus Sinkevinus und er ist EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei und hat uns eine Videobotschaft zukommen lassen. Good evening everyone and my thanks to Leibniz Association for this invitation. It's great to see nature-based solutions climbing up the political agenda. But they are not yet up at the top, which is where they belong. The reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change and from the Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity cannot be ignored. They repeatedly underline the need for rapid transformative change on a scale never seen before. Our ambitions for the climate and for nature need to be aligned. With nature-based solutions, we deliver on both those fronts. We get benefits for nature, people, and climate. You have asked me how nature-based solutions fit inside the EU plans. They feature in several initiatives under the European Green Deal. In the EU Biodiversity Strategy, we set out our long-term plan for protecting and restoring nature and enabling transformative change. It's a commitment to up our game. It means increasing the size of protected areas to at least 30% of our lands and seas through a network of well-connected areas in the next 10 years. It means a new plan to restore damaged areas with legally binding targets for degraded ecosystems, areas with high potential to capture and store carbon, and to prevent the impact of natural disasters will be especially important. This means a new framework for restoration measures, covering a substantial part of our land and sea by 2030, and all ecosystems in need of restoration by 2050. This framework will be a vital card to lay on the table during the international negotiations, especially at CBD COP15. The world needs to sign up to an ambitious new framework of biodiversity protection. We are showing that it can be done, and we are determined to lead by example. You have also asked about EU financing for biodiversity outside Europe. This funding is absolutely essential. As President von der Leyen often says, when it comes to addressing the climate and nature crisis, Europe really can do a lot. And we are determined to keep supporting others and to double our external funding for biodiversity, especially for the countries that need it most.
We are taking this commitment outside our borders, and as part of our push for an ambitious post-2020 global biodiversity framework at Kunming, the EU and its member states are fully engaged in the process, and we are doing all we can to maintain the momentum. We have already made significant investments in nature-based solutions through our research and development programs. At the climate COP26, we saw significant pledges on nature-based solutions from banks, businesses, and philanthropists. The UNEA resolution has provided clarity on exactly what constitutes a nature-based solution. It underlines that these solutions respect social and environmental safeguards, and it makes clear that large-scale monoculture plantations or ocean fertilization are not nature-based solutions. We won't solve all our problems with nature-based solutions. At the best, they will complement significant reductions in emissions reduction. But when we add them to technological efforts to reduce emissions and to social and political movements that accelerate the move away from carbon, they do play a vital role. Ahead of COP15, we need to keep up the pressure. We need all actors to keep making the case for an ambitious outcome. That means businesses and scientists, cities and civil society. It means following the good example set by the International Climate Initiative. Let's keep nature-based solutions in the public eye and keep them on investment radars. These solutions bring opportunities for business and jobs, and they will always remain a key component of transformative change. Best wishes for a very successful evening. Thank you. So, und wir freuen uns jetzt sehr, dass Stefan Tiedo aus dem Bundesumweltministerium heute bei uns ist. Er ist eingesprungen für Steffi Lemke, die heute nicht hier sein kann. Wir freuen uns sehr. Und Herr Tiedo, Sie sind Staatssekretär und werden uns jetzt darlegen, was die Bundesregierung tut, damit der Weltnaturgipfel wirklich zu einer Trendwende führt. Und ich habe die falsche Person angeschaut. Ich bin vorhin durcheinander gekommen. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind, Herr Tiedo. Ihre Bühne. Ja, herzlichen Dank, Frau Steger, sehr geehrter Herr Professor Vogel, sehr geehrter Herr Professor Trockner, sehr geehrter Herr Professor Misow, vor allem aber, meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier zu sein, eine gemeinsame Zukunft für alles Leben auf der Erde, das ist das Motto in diesem Jahr des Internationalen Tages der biologischen Vielfalt. Und dieses Motto trifft auch den Kern der heutigen Veranstaltung, denn ohne den Schutz unserer Arten und Lebensräume ist unsere gemeinsame Zukunft in Gefahr. Die biologische Vielfalt ist die Grundlage unserer Existenz. Und mit einigen von Ihnen hat meine Ministerin Steffi Lemke erst vor wenigen Wochen auch hier im Sauriersaal über die Weltnaturkonferenz gesprochen. Und ich freue mich, dass wir diesen Austausch heute vertiefen können. Und natürlich hätte Frau Lemke diesen Austausch mit Ihnen sehr gerne persönlich vertieft. Indes eine namentliche Abstimmung hat ihr und Ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich bringe Ihnen natürlich ganz herzlich Grüße von ihr und auch Grüße von meiner Kollegin, der parlamentarischen Staatssekretärin, Frau Dr. Bettina Hoffmann, die dem Leichenschicksal anheimgefallen ist. Insofern, Sie müssen mit mir Vorlieb nehmen, aber für mich ist es eine umso größere Freude und Ehre, heute zu Ihnen sprechen zu können. Die neue Bundesregierung ist angetreten, um den Naturschutz voranzubringen und die Naturzerstörung zu stoppen. Gesunde Moore und Wälder, saubere Flüsse und Meere oder auch die grünen Oasen in den Städten, intakte Ökosysteme bieten unzähligen Tier- und Pflanzenarten eine Heimat und helfen gleichzeitig im Kampf gegen die Klimakrise. Sie binden Kohlenstoff und so eindringlich, wie wir das eben gesehen haben, habe ich es bisher noch nie visualisiert gesehen, ein sehr schöner Film. Sie binden Kohlenstoff und sie regulieren den Wasserhaushalt, sie kühlen ihre Umgebung.
Aber wenn wir heute über die Herausforderungen im Naturschutz sprechen, geschieht dieses zwangsläufig vor dem Hintergrund einer geopolitischen Zeitenwende. Die Weltgemeinschaft ist mit einer dramatischen Krise konfrontiert, einem Krieg. Und die vordringlichste Aufgabe der Bundesregierung ist es daher, gemeinsam mit ihren europäischen und transatlantischen Partnern alles dafür zu tun, den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und das Leid der unzähligen Menschen zu beenden. Die Spuren dieses Krieges sind mittlerweile auch hierzulande zu spüren. Energie und Rohstoffe werden teurer oder fehlen absehbar in Größenordnung, vielleicht auch zur Gänze. Güter sind nicht mehr beliebig verfügbar. Lieferketten funktionieren nicht mehr reibungslos. Und gleichzeitig ist die Wirtschaft und Gesellschaft geplagt von den Jahren der Pandemie. Und schon werden Stimmen laut, es gäbe doch jetzt wirklich Wichtigeres zu tun, als Schwarzmilane oder Schweinswale zu retten. Und es gibt diejenigen, die angesichts einer ungewissen Zukunft bereits wieder die Antworten der Vergangenheit aus den Schubladen ziehen. Sie sind keine Mehrheit, aber sie verschaffen sich doch auch lautstark Gehör. Dem setzen wir entgegen. Es wäre falsch, sich vor dem Hintergrund der akuten Krise die ökologischen Fragen zurückzustellen. Die Antwort auf diesen Krieg kann nicht lauten, Klima- und Naturschutz über Bord zu werfen und damit die Stabilität unserer Lebensgrundlagen zu riskieren. Ganz im Gegenteil, die Antwort muss lauten, dieser Angriffskrieg führt uns unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern, von fossiler Energieversorgung und unseren verschwenderischen Umgang mit Ressourcen noch einmal drastisch und schmerzhaft vor Augen. Und genau deshalb müssen wir Ressourcen sparen und schonen. Genau deshalb müssen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben, aber auf naturverträgliche Art und Weise. Wie das gelingen kann, dazu hat das Bundesumweltministerium zusammen mit dem Bundeswirtschaftsministerium Vorschläge entwickelt, die derzeit gesetzlich umgesetzt werden. Ändern muss sich ganz grundlegend die Art und Weise, wie wir mit unserer Natur umgehen. Und das heißt, wir müssen der Natur mehr Raum lassen. Durch wirksamen Schutz der noch intakten Natur auf unserem Planeten, durch die Wiederherstellung der geschädigten Ökosysteme und durch die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen. Dafür setzen wir uns vom Bundesumweltministerium und dafür setzt sich natürlich meine Ministerin auch ganz persönlich ein, global, in Europa und national. Auf der globalen Ebene wäre die Weltnaturkonferenz der nächste Meilenstein. Und es ist wichtig, dass dort konkrete, messbare und überprüfbare Ziele verabschiedet werden. Deutschland setzt sich zum Beispiel gemeinsam mit anderen Staaten dafür ein, 30% der Landes- und der Meeresfläche unter Schutz zu stellen. Es geht uns aber nicht nur um neue Ziele. Noch wichtiger ist, dass diese Ziele auch effektiv umgesetzt werden. Die unter Schutz gestellten Gebiete müssen tatsächlich wirksam geschützt werden. Um zu sehen, wo nachgebessert werden muss, braucht es außerdem eine einheitliche Berichterstattung und auch wirksame Überprüfungsmechanismen, ähnlich wie wir das beim Klimaschutzabkommen von Paris haben. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Verhandlungen ist natürlich eine angemessene Finanzierung. Die Bundesregierung hat deshalb im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir das finanzielle Engagement für die Umsetzung des neuen globalen Rahmens erheblich erhöhen werden. Und wir sind gerade in diesen Wochen und in diesen Tagen in intensivem Austausch, natürlich auch mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestages.
Ganz generell gilt für die Finanzierung von biologischer Vielfalt und naturbasierten Lösungen, Investments in den verschiedenen Branchen müssen insgesamt nachhaltiger werden und Aspekte von Natur- und Artenschutz berücksichtigen. Die privaten und die öffentlichen Förderungen müssen weltweit ausgebaut werden, um tatsächlich die Biodiversitätsziele zu erreichen. Auch der UNEP-Bericht State of Finance for Nature aus dem letzten Jahr hat eine riesige Finanzierungslücke für den natürlichen Klimaschutz identifiziert. Fortschritte in diesem Bereich erhoffe ich mir auch vom Treffen mit den G7-Umweltministerinnen und Umweltministern, das in der nächsten Woche hier in Berlin stattfindet. Die CBD-Vorverhandlungsrunde in Genf hat gezeigt, wo die Knackpunkte liegen und uns auch einen Vorgeschmack darauf gegeben, dass in der Tat noch dicke Bretter zu bohren sind. Bei der nächsten Arbeitsgruppensitzung in Nairobi muss die Diskussion um die Ziele mit der Diskussion um die Umsetzung zusammengebracht werden. Denn ohne starke Umsetzungsmechanismen werden die neuen Ziele wieder nur Absichtserklärungen bleiben. Und das können und das wollen wir uns nicht leisten. Parallel zu den globalen Verhandlungen geht Europa mit der EU-Biodiversitätsstrategie für 2030 mit gutem Beispiel voran. Die ehrgeizigen Ziele dieser Strategie sind ein wichtiges Signal für die CBD-Verhandlungen. Mithilfe der Biodiversitätsstrategie soll Europas Biodiversität bis 2030 auf den Weg der Verbesserung gebracht werden. Die EU nimmt damit eine Vorreiterrolle ein. Zentral wird allerdings dann auch der Vorschlag für eine Verordnung mit rechtsverbindlichen EU-Zielen für die Wiederherstellung der Natur sein. Er soll im Juni von der EU-Kommission vorgestellt werden. Wir unterstützen dieses Vorhaben sehr, aber wir sind natürlich auch sehr gespannt, was dann konkret vorgelegt wird. Hier in Deutschland stellt die Bundesregierung bereits jetzt die Weichen auf Schutz und Wiederherstellung der Natur. Dabei wollen und werden wir einen integrativen Ansatz verfolgen, der sich nicht nur auf ein Ziel konzentriert, denn die aktuellen Krisen meistern wir nur, wenn wir Synergien nutzen. Und ein solcher übergreifender Ansatz sind zum Beispiel, auch das ist eben nochmal sehr deutlich geworden, naturbasierte Lösungen. Sie schützen nicht nur die Biodiversität, sondern sie helfen gleichzeitig im Kampf gegen die Klimakrise und sie helfen dabei, sich an die Folgen der Klimakrise anzupassen. Sie können aber noch mehr leisten. So sichern sie etwa in einigen Regionen die Verfügbarkeit sauberen Trinkwassers oder gesunder Nahrung und sie verbessern die Luftqualität. Damit der neue Rahmen für globale Vielfalt und die EU-Ziele auch auf nationaler Ebene umgesetzt werden, wird Deutschland seine nationale Biodiversitätsstrategie neu auflegen und mit den Arbeiten dazu haben wir bereits begonnen. Im Zuge der Neuauflage dieser Strategie werden auch wichtige Themen ergänzt, die bisher entweder fehlten oder zu kurz gekommen sind. Dazu gehört zum Beispiel das Thema Energiewende. Dazu gehört aber auch das Thema Insektenschutz, Meeresnaturschutz oder Waldschutz. Ich möchte drei ganz konkrete Beispiele nennen, wie die Umweltministerin in Deutschland den Naturschutz voranbringen möchte. Im März hat sie die Eckpunkte des Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz vorgestellt. Dabei geht es darum, Synergien von Natur- und Klimaschutz zu erschließen. Es geht darum, natürliche Ökosysteme wie Moore, Auen, wie Wälder und Grünland, wie Marine- und Küstenökosysteme zu schützen, zu stärken oder wiederherzustellen. Das Programm wird ein ganzes Bündel naturbasierter Lösungen umfassen. Empfindliche Ökosysteme, Tier- und Pflanzenarten sind
Man muss es sich immer wieder vergegenwärtigen, auch die größten Verlierer der Klimakrise. Darauf hat auch der Weltklimarat IPCC in seinem neuesten Bericht hingewiesen. Aber intakte Ökosysteme sind auch Teil der Lösung. Renaturierte Flussauen sind wertvolle Lebensräume und schützen gegen das nächste Hochwasser. Grünflächen in der Stadt bieten Pflanzen und Tieren eine Heimat. Sie regulieren aber auch die Temperatur und den Wasserhaushalt. Und mit Moorschutz schafft man einen vielfachen Nutzen. Moorschutz ist gut fürs Klima, weil Moore den Kohlenstoff binden. Er ist gut für Deutschlands biologische Vielfalt, weil viele Arten nur im Moor vorkommen, etwa das Birkhorn, der Moorfrosch oder Sonnentau. Und wenn ich von Moorschutz rede, meine ich gedanklich auch die Renaturierung von Mooren, auch ein wichtiges Thema für uns, gerade um zu verhindern, dass immer mehr CO2 emittiert wird aus den trockengelegten Flächen. Wirksamer Naturschutz steht und fällt mit seiner Finanzierung. Das bildet auch der Haushalt des Bundesumweltministeriums ab. Frau Lemke hat sich sehr erfolgreich dafür eingesetzt, dass bis 2026 allein 4 Milliarden Euro für den natürlichen Klimaschutz investiert werden können. Das ist, kann man so sagen, ein Quantensprung für Naturschutz und Biodiversität in Deutschland. Mehr Geld wird es auch in den neuen Bundesnaturschutzfonds schaffen, der die bisherige Einzelförderungsprogramme für Natur und biologische Vielfalt im Haushalt des Umweltministeriums zusammenfasst. Über eine 500 Millionen sind hierfür für diesen Fonds in den nächsten 4 Jahren vorgesehen. Und auch das ist mehr Geld als jemals zuvor. Ein, denke ich, schon guter Erfolg. Neu dabei ist auch ein Artenhilfsprogramm. Dieses Programm soll gewährleisten, dass sich der Erhaltungszustand der vom Ausbau der erneuerbaren Energien betroffenen lokalen und überregionalen Populationen nicht verschlechtert. Mein drittes Beispiel ist der Meeresschutz, der auch ein Schwerpunkt der Arbeit in dieser Legislaturperiode sein wird. Der Schutz und die nachhaltige Nutzung der Meere müssen miteinander in Einklang gebracht werden. Die im Koalitionsvertrag vereinbarte Meeresoffensive, eine kohärente nationale Meeresstrategie und eine Meeresschutzkonferenz sollen den Schutz der Meere breit innerhalb der Bundesregierung verankern. All diese Maßnahmen, meine Damen und Herren, bewahren Artenvielfalt, bewahren Natur und sie helfen zugleich im Kampf gegen die Klimakrise. Denn Klimakrise und Artenkrise, man kann es nicht oft genug wiederholen, können nur gemeinsam bekämpft werden. Beim Klimaschutz ist es gelungen, mit dem Pariser Abkommen eine Trendwende einzuleiten. Eine solche Trendwende muss die Weltnaturkonferenz für Biodiversität bringen. Wir brauchen dieses Paris-Moment. Lassen Sie uns daran gemeinsam arbeiten und auch gemeinsam daran, dass wir dieses Thema, das so existenziell ist, nicht nur in der Politik, sondern auch in der öffentlichen Auseinandersetzung, endlich den Stellenwert geben, den wir brauchen, um Fortschritt zu machen. Und gerade deshalb und auch vor diesem Hintergrund, dass es immer noch nicht da angekommen ist, wo es eigentlich hin muss, begrüßen wir sehr die heutige Berliner Erklärung. Danken sozusagen für diesen wichtigen Beitrag, nicht nur Lösungen zu präsentieren, sondern damit auch das Thema dahin zu platzieren, wo es hingehört, nämlich in die Mitte sozusagen des politischen und auch des gesellschaftlichen Diskurses. Wir merken alle, wie schwierig es ist, die Fragen der Biodiversität so aufzuladen, wie das beim Klimaschutz gelungen ist. Und Herr Professor Vogel, als Sie eingangs gesagt haben, wir treten auf die 6. Aussterbenskrise, laufen auf die 6. Aussterbenskrise zu.
dachte ich, ob Aussterbenskrise, vielleicht muss man öfter auch von Aussterbenskrise und nicht einfach nur von Biodiversitätskrise sprechen, um dieses elementare existenzielle, die existenzielle Größenordnung deutlich zu machen. Gerade hier im Sauriersaal. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung und für die Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass diese Veranstaltung unser gemeinsames Ziel voranbringt. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Tido. Und ich glaube, ich kann stellvertretend sagen, dass Sie bitte ganz herzliche Grüße auch wieder mit zurücknehmen ins Ministerium zu den beiden Damen, die abstimmen müssen. Schicksal eines jeden Staatssekretärs teile, dass ich in dieser Veranstaltung gleich wieder abrauschen muss. Nehmen Sie es bitte nicht als Unhöflichkeit. Das machen wir nicht. Vielen herzlichen Dank, dass Sie da gewesen sind. So, wir wollen jetzt tiefer einsteigen in den Legacy Landscape Fund. Das ist eine innovative Initiative von BMZ und der KfW, also der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Und es geht bei dieser Initiative vor allem um den Erhalt der Biodiversität im globalen Süden. Denn dort sind 3/4 der artenreichsten Gebiete der Erde zu finden, die auch eine natürlich total herausragende Bedeutung für den Klimaschutz haben. Christiane Leibach aus dem Vorstand der KfW stellt uns die Details des Fund jetzt vor und ich sage ganz herzlich willkommen. Guten Abend, meine Damen und Herren, vor allen Dingen natürlich an Sie, Gastgeber und Initiatoren der Berliner Erklärung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich glaube, ich komme auch nicht daran vorbei, kurz eine Bemerkung zu den Dinosauriern zu machen. Ich kenne Sie sehr, sehr gut aus dem Senckenberg-Museum in Frankfurt, quasi schon von Kindesbeinen an. Ich muss gestehen, ich war noch nie im Naturkundemuseum in Berlin, Sie mögen mir das verzeihen, aber es fühlt sich fast ein bisschen heimisch an, hier in diesen Saal zu kommen, in dieses Museum zu kommen und diese ja immer noch sehr eindrucksvollen Lebewesen hier auch zu sehen. Ja, das Thema Biodiversitätsverlust, das beschäftigt auch die Wirtschaft, das beschäftigt auch die Finanzindustrie. Wahrscheinlich noch nicht so ganz, wie wir uns das alle wünschen, aber nach unserer Wahrnehmung kommt es doch sukzessive auch in diesen Kreisen an. Sie haben das öfter schon beschrieben, jetzt in den, die Vorredner, dass das Thema Klima in aller Munde ist. Wir einen Paris-Moment bräuchten, auch für die Biodiversität. Darauf warten wir, glaube ich, nochmal. Aber ich sehe schon, dass sich dort langsam etwas aufbaut, was mir ehrlicherweise Mut macht. Was verstehen wir, wenn wir von Wirtschaft reden? Wir verstehen meistens, wenn es um Zahlen geht. Und ich glaube, das verfängt auch mehr und mehr bei vielen. So gibt es zum Beispiel Untersuchungen einiger Zentralbanken, die sagen, 30-50% des Portfolios, das heißt des Geschäftes, was Banken haben mit ihren Kunden, hängt eng mit Biodiversität zusammen. Und wenn das jemand hört, wenn das ein Manager hört, dann versteht er, um was es hier geht. Wir wissen auch, dass ungefähr die Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts von der Natur abhängig ist. Und auch das sind Zahlen, die verfangen und die langsam ein Umdenken letztendlich auch möglich machen. Trotzdem, es ist noch ein weiter Weg. Es ist auch deshalb, glaube ich, ein weiter Weg, auch für Wirtschaft, weil Biodiversität letztendlich in ihrer Komplexität noch ein wenig schwieriger zu verstehen ist als das Thema Klima. Dort waren wir wenigstens in der Lage, uns auf einen klaren Indikator CO2 zu verständigen. Wie ungleich herausfordernder ist es etwas für die Biodiversität. Und das macht es auch nicht so ganz einfach, das tatsächlich auch in Strategien für die Geschäfte dann auch tatsächlich umzusetzen. Trotzdem, wir stehen sehr stark dahinter, natürlich diesen Paris-Moment auch zu unterstützen und zu hoffen, dass in Kunming eine entsprechende, ja, dass es auch mehr und mehr verfängt. Wir wissen, es wurde gerade schon erwähnt, dass das Ziel ist, 30% der Landmasse und der Ozeane ab 2030 wirksam zu schützen, um damit auch die Auswirkungen unseres Handelns auf die Natur einzuschränken. Und ich glaube, ein weiterer ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt ist, wo wir noch viel zu wenig letztendlich auch politische Kraft dahinter haben, ist es, naturschädliche Subventionen umzulenken in tatsächlich auch Förderung und mit einem Blick nach vorne.
Wenn wir auf die globale Finanzierungslücke schauen, dort gibt es natürlich immer viele Hochrechnungen und Berechnungen, die sicherlich auch alle ihre Schwächen haben. Aber allein die Beträge, die aufgerufen werden, die machen natürlich erstmal sehr erstaunen oder vielleicht sogar auch lassen sie uns zögern, ob wir das überhaupt jemals schaffen können. Man spricht von 800 Milliarden US-Dollar, die aufzubringen sind, um tatsächlich auch die Biodiversität besser zu schützen. Investitionen von 120 Milliarden jährlich und das an staatlichen und privaten Mitteln aufzubringen, den Abbau an naturzerstörenden Subventionen, wie ich eben beschrieben habe, auch tatsächlich zu initiieren. Das ist sicherlich ein Anliegen, was wir als Wirtschaft und als Banken vorantreiben sollten. Wir als Förderbank der KfW spielen da sicherlich nochmal eine ganz besondere Rolle. Unser Blick auf die Biodiversität im Inland, aber insbesondere im Ausland, ist natürlich eine ganz besondere. Wir sind stolz darauf, dass wir einer der größten Finanziers zum Erhalt der Biodiversität weltweit sind. Wir haben ungefähr 3 Milliarden an Vorhaben, an Projekten, die wir in der Betreuung haben, die in dem Thema Biodiversität voranschreiten. Um das zu übersetzen in etwas greifbarere Größen, wir fördern und schützen gut 850 Schutzgebiete weltweit mit einer Gesamtfläche von rund 2 Millionen Quadratkilometer. Das entspricht ungefähr 8-mal der Fläche Großbritanniens. Aber die Ziele sind ambitioniert. Und die Ziele, das wissen wir, sind insbesondere ambitioniert, weil die Ökosysteme, die Biodiversität, Sie alle wissen das ganz besonders, vor allen Dingen im globalen Süden liegen. Und dort auch in unseren Vorhaben die Herausforderungen zu bewältigen, einerseits die Natur zu schützen, die Menschen vor Ort einzubinden, auch gerade die indigene Bevölkerung, deren Lebensraum in gewisser Weise damit auch zu erhalten, das ist jeden Tag auch wieder eine Herausforderung, der wir uns auf jeden Fall stellen, aber wo es oft auch keine einfachen Antworten gibt. Dennoch sind wir sozusagen unermüdlich in unseren Bemühungen und Sie erwähnten es gerade schon, auch gerade der Legacy Landscapes Fund, den wir letztes Jahr neu aufgesetzt haben, ist für uns ein ganz konkretes Projekt, an dem wir sehr intensiv gearbeitet haben, zusammen mit der Bundesregierung und natürlich auch seit einem Jahr mit dem Fondsmanagement, um hier wirklich auch wirksam agieren zu können und auch tatsächlich konkrete Maßnahmen zu unterlegen. Was macht diesen Fonds so besonders? Wenn wir uns die Schutzgebiete gerade im globalen Süden anschauen, dann wissen wir um ihre Bedeutung. Wir wissen aber auch genau, wie schwierig es ist in diesem politischen Kontext, in instabilen Ländern allein für eine langfristige gesicherte Finanzierung zu sorgen. Daran mangelt es. Es gibt politische Veränderungen, es gibt Wirtschaftskrisen, wir haben die Corona-Pandemie erlebt. Und diese Staaten sind erheblich unter Druck, können die Schutzgebiete, die ausgewiesen sind, das heißt, selbst wenn wir zu den 30% Ausweis an Schutzgebieten kommen, bleibt unverändert die Frage, werden sie auch gut gemanagt? Denn das ist letztendlich das Entscheidende, was es ermöglicht, die Biodiversität zu schützen. Insofern war es unser klares Ziel zu formulieren mit dem Legacy Landscapes Fund, dass wir hier eine langfristige Finanzierung für die Schutzgebiete etablieren wollen. Wir wollen hier eine Lücke schließen, die sich sehr oft ergibt und mit diesem Fonds, von dem wir hoffen, dass er bis zu 1 Milliarde Euro an Mittel am Ende des Tages wird aufbringen können, 30 große Schutzgebiete im globalen Süden zu unterstützen. Aber, und das ist das ganz Besondere, nicht für ein Jahr, nicht für 2 Jahre, sondern im Sinne eines Ewigkeitsansatzes. Stefanie Lang, die heute Abend auch hier ist, die den Fonds managt, kann das immer, glaube ich, sehr gut beschreiben, noch viel, viel besser beschreiben als ich. Aber sie sagt, es gibt immer viele Möglichkeiten, auch Sonderaktionen teilweise in Naturschutzgebieten zu finanzieren. Aber die Basisarbeit, dass die Menschen vor Ort, dass die Betreuer vor Ort, dass das Benzin bezahlt wird, sozusagen, was die Fahrzeuge zum Laufen bringt, diese Basisversorgung, die ist oft nicht sichergestellt. Und solange wir das nicht schaffen, haben wir auch keinen nachhaltigen und keinen langfristigen Schutz der Schutzgebiete, die uns so am Herzen liegen. Was ist unser Anliegen, was wir erreichen wollen? Das habe ich, glaube ich, inhaltlich eben, hoffe ich, ganz gut beschreiben können. Aber Mittel sind immer knapp und wir haben uns deshalb vor einiger Zeit die Frage gestellt, wie können wir sozusagen alle finanziellen Ressourcen, die sich bieten, auch über so einen Fonds bestmöglich nutzen. Öffentliche Mittel, die Debatten um Budget und im Haushalte erleben wir jedes Jahr wieder aufs Neue, das ist auch nachvollziehbar. Es ist auch immer ein
Prioritätensetzung. Wir wissen, die ganzen Anforderungen an Klima und auch Biodiversität werden nicht alleine aus öffentlichen Mitteln bereitgestellt werden können. Insofern haben wir diesen Fonds angelegt, ganz klar mit dem Ziel, hier private Investoren zu gewinnen, die gemeinsam mit uns, gemeinsam mit diesem Fonds die Mittel aufbringen, die dem Fonds das Vertrauen entgegenbringen, dass er durch die Art und Weise, wie er seine Arbeit aufgesetzt hat, die Schutzgebiete gut auswählt, mit guten Partnern zusammenarbeitet und damit erfolgsversprechend agieren kann und damit auch das Vertrauen schaffen kann, dass auch private Investoren, dass auch philanthropische Investoren sagen, das ist mir ein Anliegen und hier habe ich einen guten, einen vertrauensvollen Partner, mit dem ich zusammenarbeiten kann. Wo stehen wir heute? Wir haben bereits fast 300 Millionen US-Dollar an Mittel akquirieren können. Wir arbeiten unter anderem auch sehr eng mit der französischen Regierung zusammen. Wir haben erste Foundations gewinnen können, die als private Geldgeber dort agieren. Und darauf sind, glaube ich, die Manager des Fonds besonders stolz. Wir haben die Pilotphase fast zum Abschluss gebracht, haben einige der Pilotgebiete schon ausgewählt. Die Manager des Fonds arbeiten zusammen mit NGOs. Der Anspruch und die Kultur des Fonds setzt darauf aus, dass die Fonds und dass die Schutzgebiete selber mit ihren Partnern Vorschläge einbringen, sich darstellen, Vorschläge einbringen, wie sie sozusagen ihre Schutzgebiete bestmöglich managen. Das ist uns ganz wichtig, denn wir glauben, auch wenn wir hier viel Impetus setzen können, auch die Finanzierung bereitstellen können, wenn nicht aus der Kraft, aus den Regionen und den Ländern heraus und der Verantwortlichen vor Ort auch die Verantwortung sich ganz klar zeigt, dann werden wir wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein können. Insofern ist diese enge Zusammenarbeit und diese Initiative, die wir in die Hände der Regierungen und der Schutzgebiete legen, die teilweise auch mit vielen NGOs zusammenarbeiten, ganz, ganz wichtig. Ja, insofern freuen wir uns, dass der Fonds so gut gestartet ist. Wir haben ein sehr, sehr großes Interesse aus dem globalen Süden heraus, aus den Schutzgebieten heraus. Wir haben einen ersten Aufruf gestartet vor ein paar Monaten, haben über 30 Vorschläge eingereicht bekommen, sehr substantiierte Vorschläge auch, die uns sehr viel Mut machen. Und nachdem wir insofern so eine gute Startphase hingelegt haben, sind wir guten Mutes, dass wir auch diesen Fonds tatsächlich zu einer Erfolgsstory machen werden. Ich kann Sie nur dazu ermuntern, sich dieses relativ konkrete Beispiel, dieses Nature-Based Solutions weiter zu nähern, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, in dem Fonds sieht man sehr viele, sowohl Herausforderungen, aber auch Chancen, die in solchen Konzepten und auch in den Schutzgebieten liegen. Stefanie Lang, ich erwähnte sie schon, die den Fonds verantwortet, managt, ist heute Abend hier. Und wird sich sicherlich auch sehr freuen, mit Ihnen weiterhin ins Gespräch zu kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die weitere Veranstaltung. Danke Ihnen. Herr Leibach, würden Sie noch einmal ganz kurz am Mikrofon stehen bleiben, weil ich benutze die Zeit für eine kurze Frage noch an Sie, während die Kollegen hier schon mal für die Podiumsdiskussion die Tische aufstellen. Ich würde Sie gerne fragen, wie arbeiten Sie gerade im globalen Süden auch mit der Bevölkerung vor Ort zusammen? Also wie sieht die Einbeziehung auch der Bevölkerung vor Ort aus? Ja, ich glaube, Sie sprechen da einen ganz wichtigen Punkt an. Ich erwähnte es ganz kurz. Also ich glaube, Schutzgebiete können nur erfolgreich sein, wenn lokale Bevölkerung, wenn Bevölkerung vor Ort eingebunden wird. Es geht oft um deren Lebensräume, die sie bisher genutzt haben. Der Bevölkerungsdruck, das wissen wir alle, ist im globalen Süden sehr, sehr groß. Das heißt, über die Jahre auch im Schutzgebietmanagement haben wir alle natürlich als internationale Organisationen auch viel Erfahrung gesammelt. Und es ist nicht damit getan, sozusagen ein Schutzgebiet auszuweisen und zu schützen und den Menschen vor Ort zu sagen, du darfst da nicht mehr rein, du darfst da keinen Fuß mehr reinsetzen, das ist jetzt einfach nicht mehr dein Lebensraum. Das funktioniert definitiv nicht. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die lokale Bevölkerung einbinden. Das tun wir, indem wir Angebote machen, sie sozusagen in den Schutz der Gebiete einzubinden, indem wir versuchen, durch zusätzliche Projekte Verdienstmöglichkeiten zu schaffen, Infrastruktur aufzubauen, um den Wert und den Erhalt des Lebensraums für die oft indigene Bevölkerung damit auch deutlich zu machen und ihnen vor allen Dingen aber auch eine bessere Chance auf ein besseres Leben zu bieten.
Vielen herzlichen Dank. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, um da auch nochmal die Sensibilität zu zeigen, mit der Sie vorgehen. Danke für die Einblicke, die Sie uns hier gewährt haben. Sehr gerne. So, dann darf ich jetzt die einzelnen Gäste vorstellen und zu mir auf die Bühne bitten. Zum einen Dr. Jürgen Zattler. Er ist Abteilungsleiter Internationale Entwicklungspolitik im BMZ. Sie dürfen sich einfach einen Platz frei auswählen und bekommen nachher zusammen mit allen anderen, die ich jetzt vorstelle, auch einen großen Applaus. Dann möchte ich Professor Katrin Böning-Gäse zu mir bitten, Trägerin des Deutschen Umweltpreises 2021, also im vergangenen Jahr, und Direktorin des Senckenberg-Forschungszentrums für Biodiversität und Klima. Herzlich willkommen auch an Sie. Dann möchte ich ganz herzlich begrüßen Samira Gandur. Sie ist von Fridays for Future hier und kommt auch zu uns auf die Bühne. Ein herzliches Willkommen geht an Dr. Andreas Wagner, verantwortlich für Sustainable Finance bei der Hypo Vereinsbank, und Dr. Christoph Schenk, und ich merke, ich muss den Platz räumen, Geschäftsführer der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, eine internationale Naturschutzorganisation, und Sie dürfen an diesem Tisch Platz nehmen und jetzt bekommen Sie alle nochmal einen großen Applaus. Frau Gandur, wir haben heute Abend jetzt schon viel darüber gehört, dass die Biodiversitätskrise vielleicht gar nicht so bewusst ist oder im Bewusstsein der Menschen ist, wie die Klimakrise sie inzwischen Gott sei Dank an vielen Stellen und bei vielen Menschen schon ist. Was kann Fridays for Future dafür tun, dass auch diese Krise mehr Beachtung findet? Ja, erstmal hallo, danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, Fridays for Future ist seit mit Greta Thunberg fast 4 Jahren aktiv. Wir streiken, wir machen auf das Thema aufmerksam, weil die Politik es nicht schafft, vernünftig zu handeln. Wir sehen aber, dass die Politik Krisenmanagement kann, in der Corona-Krise und jetzt im Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Um Biodiversität zu schützen, machen wir natürlich auch darauf aufmerksam. Wir müssen aber aufhören, Wälder für zum Beispiel den Landrunder Forst, für eine Autobahn zu roden, wo super viele Lebensarten zerstört werden, aber auch Tiere ihren Lebensraum verlieren. Wir müssen aufhören, Amazonas zu roden. Wir müssen aufhören, fossile Energien zu verwenden. Weil es kann nicht sein, dass wir Lebensgrundlagen von Menschen auf der ganzen Welt zerstören. Im globalen Süden leiden täglich Millionen von Menschen, aber auch Grundlagen von Lebewesen werden zerstört. Ich glaube, wir versuchen, darauf aufmerksam zu machen, indem wir die Zusammenhänge zwischen Biodiversität und der Klimakrise versuchen zu finden. Aber geht es Ihnen auch so, dass es manchmal schwierig ist, auch im direkten Gespräch mit Bekannten, Freunden, Verwandten? Natürlich ist es nicht so, dass wir, wenn wir streiken, auf einzelne Lebensarten aufmerksam machen, denn wir versuchen, das Große und Ganze zu sehen. Wir versuchen, die Klimakrise als eine systematische Krise zu sehen, die die Politik versuchen muss zu lösen. Wir müssen aber alle handeln. Und dazu gehört auch einzusehen, dass wir Lebensgrundlagen von Tieren und Menschen zerstören, indem wir weiter auf die Klimakrise diese befeuern. Mhm. Frau Professorin Böning-Gäse, Sie haben viel gehört jetzt auch aus dem Bundesumweltministerium, und in der Berliner Erklärung, die heute Morgen veröffentlicht wurde, stehen ja auch ganz konkrete Forderungen, will ich es mal nennen, drin, auch Summen, die zur Finanzierung da sein müssen. Reicht das aus, was Sie gehört haben? Deckt sich das mit dem, was Sie sich wünschen? Ja, das Ziel, das sich auch die Bundesregierung vertritt, auch bei den Verhandlungen jetzt im Hinblick auf Kunming, 30% der Erde unter Schutz zu stellen, das ist schon das richtige Ziel und auch ambitioniert genug. Die Herausforderung liegt dann an einer anderen Stelle, und zwar in der Umsetzung. Wie kriegen wir wirklich 30% der Erde geschützt? Wo schützen wir das? Wir haben jetzt in Deutschland, wenn wir die Natura 2000 Gebiete anschauen, 15% der Fläche unter Schutz. Verdoppeln wir das hier oder erhöhen wir dafür den Schutz im globalen Süden, wo die Biodiversität am höchsten ist, vielleicht dann auf 45% der Landesfläche in manchen Ländern. Aber das muss man sich vorstellen. Das bedeutet, dass da dann Schutz im Vorrang steht. Was passiert mit den Menschen, die dort leben? Wie bekommen die ein alternatives Auskommen oder bleiben die im Schutzgebiet? Und wir haben gesehen, die Zahlen sind ja jetzt wieder ganz aktuell. 2020 haben fast 700 Millionen Menschen gehungert. In den letzten Monaten steigt es nochmal dramatisch an.
Und damit zeigt sich, dass dieses ehrgeizige Ziel nicht das einzige Ziel bleiben darf. Wir brauchen weitere Ziele. Und dazu gehört auch eine nachhaltige Erhöhung der landwirtschaftlichen Erträge in vielen Ländern des globalen Südens. Und dazu gehört auch, und das ist noch wichtiger, dass wir unser eigenes Verhalten ändern, vor allen Dingen hier im reichen globalen Norden, und unser Konsumverhalten und unser Ernährungsverhalten dramatisch ändern, sonst funktioniert das Ganze nicht. Aber nochmal konkret in Bezug auf die Zahlen, die auch genannt worden sind, reicht das erstmal aus an Geldern sozusagen? Die Mittel sind eine Sache, man kann nicht alles kaufen, die sind, also da muss man natürlich ehrgeizig und ambitioniert drangehen, aber diese gesellschaftlichen, sozialen Rahmenbedingungen, das gemeinsame Ringen auch mit Indigenen zusammen, um nachhaltige Lösungen, das ist die Herausforderung. Also bei den jetzt Vorverhandlungen in Genf waren das im Wesentlichen Konflikte zwischen Ländern des globalen Nordens und globalen Süden. Die Länder des globalen Nordens wollen eher schützen, die Länder des globalen Südens wollen eher nachhaltig nutzen. Also das sind ganz klare Konfliktlinien, wo wir aufpassen müssen, dass wir nicht einen neokolonialistischen Ansatz an das Ganze haben. Absolut. Herr Dr. Schenk, dazu ergänzend vielleicht, was würden Sie, weil wir haben ja gerade gehört, ne, man muss abwägen, man muss halt gucken, wo macht was jetzt am meisten Sinn, was würden Sie sich konkret als Ziel auch wünschen, was bei der COP15 rauskommen muss? Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man unterscheidet, was ist möglich und was ist absolut notwendig. Und wir sind an einem Punkt, da geht es um das absolut Notwendige und nicht um das, was vielleicht möglich ist. Und eine Zahl wurde ja schon mehrfach heute genannt, die 30% Schutzgebiete an Land und in den Meeren. Und für manche mag das viel aussehen, für manche weniger. Nochmal zur Einordnung, wir haben ungefähr 16% jetzt an Land geschützt und 8% nur an den Meeren. Wenn man den ersten Nationalpark Yellowstone als Startpunkt nimmt, 1872, dann haben wir in 150 Jahren haben wir jetzt diese 16% erreicht und jetzt wollen wir in 8 Jahren die Fläche verdoppeln. Und das ist also eine Herkulesaufgabe, unglaublich groß, unglaublich wichtig. Und das zeigen ja ganz viele Daten, die wir ja auch heute hier gehört haben. Und bei der Analyse von diesen Zahlen hat sich gezeigt, dass die zum Beispiel einen enormen Beitrag zum Klimaschutz leisten würden. Denn wenn man diese Flächen tatsächlich unter Schutz stellt, dann würde man 500 Gigatonnen CO2 in der Natur gespeichert lassen und nicht so in diese Atmosphäre abgeben. Auch da hier mal eine Dimension, das ist 600 Mal die Emissionen von Deutschland pro Jahr. Also der Beitrag zum Klimaschutz wäre enorm. Der Beitrag zu dem Artenschutz, zu dem Massensterben dieser Arten, was ja auch angesprochen wird, ist auch gigantisch. Wir würden ungefähr 60-70% der Arten schützen können, wenn wir diesen großen Beitrag leisten im Flächenschutz. Und Frau Böningese hat ja zu Recht auch Hunger angesprochen. Es gibt ja diese Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, hat man sich die Ziele aufgelegt und hat gesagt, da müssen wir hinmarschieren. Und wir wissen heute, wenn wir denn das Abrutschen der Biodiversität nicht aufhalten können, werden wir 80% der SDGs, dieser Sustainable Development Goals, nicht erreichen. Das heißt, da brauchen wir uns gar keine Diskussion mehr leisten zur Armut auf dieser Erde, weil es sowieso dramatisch viel schlechter wird. Herr Dr. Zattler, wie oder welche Rolle spielen denn die naturbasierten Lösungen in der internationalen Entwicklungspolitik? Können Sie das mal skizzieren? Also das BMZ hat ja den Legacy Fund ins Leben gerufen, zusammen mit der KfW. Das zeigt schon, wie wichtig das für uns ist. Für uns ist es wichtig, dass das ein Teil der Entwicklungsstrategie der Länder wird, dass es nicht sozusagen von außen implantiert wird, sondern dass die Länder das auch als Möglichkeit, Einkommen zu schaffen zum Beispiel und zu überleben manchmal, erkennen. Und da unterstützen wir sie dabei. Und natürlich sehen wir das auch als ein Teil unserer sozusagen Klimastrategie. Wir wissen alle, dass in der Zwischenzeit die Entwicklungsländer einen sehr großen Anteil von CO2 ausstoßen, das insgesamt ausgestoßen wird. Und da können natürlich Nature-Based Solutions eine Rolle spielen. Ich will aber auch gleich sagen, dass das natürlich nicht die ganze Geschichte sein kann.
weil es letztlich doch immer nur korrigiert, was woanders schiefläuft. Wie erleben Sie denn bislang die Zusammenarbeit oder auch die Gespräche mit den Ländern, um die es dann geht, mit denen Sie in den Austausch gehen? Ihre persönliche Erfahrung, was die Kollegen vielleicht auch berichten? Ja, naja, ich glaube, es wurde gesagt, dass die Länder häufig skeptisch sind. Ich habe bis vor 1,5 Jahren bei der Weltbank gearbeitet. Da gibt es zahlreiche Klagen von Betroffenen in den Ländern, die sagen, durch Projekte auch in diesem Bereich wird unsere Lebensgrundlage in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man das richtig macht. Die Leute haben alle eine Klagemöglichkeit. Und ich habe zahlreiche Klagen dieser Art auch begleitet. Es ist gut, dass man die Möglichkeit hat. Wir haben auch diese Accountability-Mechanismen, heißen die, gestärkt, sodass es mehr Möglichkeiten gibt zu klagen. Aber wir müssen natürlich das so machen, dass die Leute nicht klagen, sondern dass diese beiden Ziele, der Schutz von Natur und der Beitrag zu einer wirtschaftlichen Entwicklung und Überleben, in eines gebracht wird. Und da gibt es auch zahlreiche zivilgesellschaftlichen Organisationen und Partner im Süden, die das sehen. Aber es sind eben schwierige Spannungsverhältnisse, die man da hat. Sie können sich vorstellen, bei uns ist es schon schwierig, sowas zu machen. Aber wenn es um Gesellschaften geht, wo es häufig ums Überleben geht, dann ist Biodiversität und dessen Erhalt ist ein langfristiges Ziel. Keynes hat gesagt, langfristig sind wir alle tot und das trifft auch hier zu. Das ist nicht ein Argument, was man jemand sagen kann, der gerade ums Überleben kämpft. Herr Dr. Wagner, wir haben jetzt schon gehört, es geht natürlich nicht nur ums Geld, sondern auch um die Art und Weise, wie es ausgegeben wird. Trotzdem nochmal an Sie die Frage, welche weiteren Finanzierungsquellen können sich noch auftun? Welche Finanzierungsquellen gibt es neben dem Geld, was Staaten geben oder was eben auch von Privatmenschen kommt? Ja, zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Den Banken kommt ja im Rahmen des Green Deal der Europäischen Union eine ganz zentrale Rolle zu für das Thema Nachhaltigkeit. Das heißt, die EU hat da einen sehr guten Job gemacht eigentlich, denn seit 3-4 Jahren steigt das Thema Nachhaltigkeit in Kundengesprächen bei Bankprodukten ganz enorm an. Das heißt, wir vergeben grüne Kredite, die an nachhaltige Verwendungszwecke gekoppelt sind. Der Markt wächst exponentiell und wir vermitteln natürlich auch Investmentlösungen, Anlagelösungen in grüne Fonds beispielsweise. Erstaunlicherweise steht bei den Finanzierungszwecken meistens aber das Thema Klima im Vordergrund. Also das liegt sicherlich daran, das ist es vorhin schon angeklungen, man hat sich auf eine einfache Metrik geeinigt und vor allem ist die Klimakrise ja auch sichtbar. Ja, die Biodiversitätskrise ist mehr in Zeitlupe, glaube ich, und deswegen schwerer erfahrbar. Das heißt, die meisten grünen Kredite, die meisten Fonds beziehen sich eben auf Energieeffizienz, auf Klima, auch auf soziale Themen. Und auch wenn wir mit unseren Unternehmenskunden zum Beispiel sprechen, steht das Thema Biodiversität bei den wenigsten auf der Agenda. Die wenigsten können damit eigentlich was anfangen, außer vielleicht das Thema Bienen oder Oberflächenversiegelung bei Wasser. Es gibt aber einige Möglichkeiten, wie wir das Thema auch leveragen können. Denn ich glaube, durch alleine öffentliche Finanzen oder auch durch Philanthropie können wir das Problem nicht lösen. Eine Lösung wäre zum Beispiel der freiwillige Carbon-Markt, also Voluntary Carbon Market. Und hier geht es ja darum, dass man mit Carbon Credits, also für die Vermeidung von Emissionen, dass man die handelt und dass Unternehmen die nutzen können, zum Beispiel um ihre Net-Zero-Ziele zu erfüllen. Und man kann sich mit der Biodiversität hier sozusagen in den Windschatten des Klimathemas stellen. Das wäre sehr smart eigentlich, weil damit beide Themen eben Klimakrise und Biodiversitätskrise gelöst werden können. Und hier kann man zum Beispiel als Bank einerseits die Projekte, die vorhin auch präsentiert wurden von Frau Leibach, auch finanzieren. Man könnte hier zum Beispiel auch, wenn klare Regeln vorgegeben werden über die Qualität der Projekte, durch die Regierung oder auch durch eine KfW als die Grüne Transformationsbank hier Projektfinanzierungen anstoßen. Und auf der anderen Seite könnte man diese Credits, die eben für die Vermeidung von Emissionen produziert werden,
an unsere Unternehmenskunden weitervermitteln. Und die können so ihre Klimareduktionsziele erreichen. Frau Böning-Gäse, Sie haben gerade schon genickt. Was würden Sie sagen, ist an dem aktuellen Thema Kompensationsmöglichkeiten noch suboptimal und wo sehen Sie da Stellschrauben zur Verbesserung? Also jetzt kommt erst kurz die kritische wissenschaftliche Position. Wo wir wirklich aufpassen müssen, ist, dass die Kompensationszahlungen die dramatische Reduzierung der Emissionen nicht ersetzen können. Das erste Ziel muss sein, die Emissionen runter und auf Null zu bekommen. Und die Kompensationszahlungen können auch einen Beitrag leisten, können das aber nicht ansatzweise ersetzen. Und das darf auch nicht in so einen Ablasshandel ausarten, wo man sich dann aus irgendwelchen Schuldgefühlen befreit. Und dann muss man auch gucken, wie die Maßnahmen genau aufgesetzt sind. Und das ist ja schon angeklungen. Also ein guter Teil geht derzeit und der meiste Teil in Effizienzsteigerungen, zum Beispiel in effizientere Waschmaschinen oder in den Ausbau der Windkraft. Das ist alles gut und richtig, das dient dem Klimaschutz, aber das dient nur indirekt dem Artenschutz, weil der Klimawandel natürlich auch die Artenvielfalt bedroht. Und dann gibt es so richtig schlimme Maßnahmen, wo alles falsch gelaufen ist, wo man in Tansania in einer lebendigen Savanne Monokulturen mit Eukalyptus und Pinus hochgezogen hat und die sind dann auch nicht sehr langlebig. Da dient man weder dem Klimaschutz, zerstört Natur und hat vorher auch noch die Menschen, die in der Savanne leben, verjagt. Also das ist sozusagen eine Lose-Lose-Lose-Lösung. Und deswegen braucht man eben Standards und unabhängige Bewertungen, die wissenschaftsbasiert sind, die prüfen, ob solche Maßnahmen wirklich nature-based Win-Win und dann auch für den Menschen Win-Win-Win-Lösungen sind. Und die gibt's. Und ich weiß, dass der Legacy Landscape Fund unglaubliche Bemühungen unternimmt, das genau richtig zu machen. Und auch, ich bin jetzt keine unabhängige Prüfinstitution, aber was ich als Wissenschaftlerin sehe, ist das genau das, was es braucht, auch mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl beim Aufziehen der Mechanismen unter Einbindung der lokalen Regierungen, unter Einbindung der lokalen Bevölkerung. Herr Dr. Schenk, gerade noch mal in Bezug auf den Fund. Also was glauben Sie, muss passieren, damit dessen Rolle auch noch mal gestärkt werden kann? Ja, da ist jetzt so ein Sämling gesetzt worden und der muss jetzt richtig schnell wachsen. Der muss an Reputation gewinnen, der braucht eine Hebelwirkung, der braucht vor allem Finanzen. Und es gab ja schon so ein paar Zahlen hier im Raum. Ich bin sehr gespannt, was die Bundesregierung sagt, was eine erhebliche Steigerung der Biodiversitätsmittel dann sein werden. Wir glauben, diese Nachricht ist extrem wichtig jetzt, wo wir uns in Richtung dieses Weltnaturgipfels fortbewegen. Erheblich lässt auch erheblichen Spielraum, aber die Notwendigkeit ist unbedingt da, dass es dann sehr ambitionierte Zahlen gibt. Deutschland ist ja schon ein sehr guter Finanzierer der biologischen Vielfalt, aber da muss noch viel mehr passieren. Wenn wir uns den Legacy Landscape Fund anschauen, dann können wir eine einfache Rechnung aufmachen. Dann sagen wir, wenn es jetzt 2 Milliarden staatliche Mittel zur Verfügung gibt, ich könnte Ihnen ganz viele Beispiele geben, wo viele Milliarden wo ganz anders eingesetzt werden. Nehmen wir nur mal diese 2 Milliarden. Dann würden das 1 Milliarde private Mittel freisetzen. Das heißt, man hätte dann 3 Milliarden. Mit 3 Milliarden könnte man 100 Legacy Landscape Gebiete finanzieren auf Ewigkeit. Und ich glaube, diese Ewigkeitsdimension, die hat man noch gar nicht so gefasst. Wir haben die ältesten Stiftungen in Deutschland, sind sie über 700 Jahre alt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist die Perspektive von Legacy Landscape. Und noch ein letzter Satz zu den Flächen, über die wir da sprechen. Legacy Landscape hat sich auch eine ambitionierte Minimumsgröße gegeben für diese Flächen. Das sind 2000 Quadratkilometer. Was sind 2000 Quadratkilometer? 2000 Quadratkilometer sind alle Landflächen von 16 Nationalparken in Deutschland zusammengenommen. Das ist die Mindestgröße für ein einzelnes Gebiet. Und jetzt stellen Sie sich das mal deutlich größer vor. Das sind ja Nationalparke dabei, die sind so groß wie europäische Länder. Also ein unglaubliches Potenzial. Und da geht es jetzt richtig nach vorne zu marschieren. Und Sie hatten gerade gesprochen, das Aussterben wird wie in Zeitlupe wahrgenommen. Das kann sein, dass es so eine Wahrnehmung gibt. Ich kann die gar nicht teilen. Aber wenn man in erdgeschichtlichen Zeiträumen guckt, dann würde ich sagen, das läuft ab in Lichtgeschwindigkeit. Also das ist ja 1000-mal so schnell, wie das normalerweise gehen würde. Also deswegen,
Wir müssen an der Wahrnehmung arbeiten, wir müssen deutlich machen und dann muss es die Konsequenzen geben. Und es war auch schon heute Punkt, Deutschland, die viertgrößte Volkswirtschaft der Erde, wir müssen voranmarschieren und ich hoffe, dass Sie das mit dieser Bundesregierung auch tun können. Vielleicht können Sie auch da an der Stelle noch mal kurz ins Verhältnis setzen, die Summen, die auch in der Berliner Erklärung gefordert werden, die es dafür braucht, um dem Thema vernünftig zu begegnen. Wenn Sie das noch mal ins Verhältnis setzen mit anderen Summen, die ja auch für andere Themen aufgebracht werden. Ja, also da kann ich Ihnen viel sagen. Wir erinnern uns alle letztes Jahr die Starkregen, jetzt hat man schon wieder Angst, was das Ahrtal angeht, ja, sind in 3 Tagen die Niederschläge von 2 Monaten runtergefallen und hat 200 Menschenleben gekostet und hat nachher Steuerzahlerkosten von 30 Milliarden verursacht, nur um die Wiederherstellung der Infrastruktur. Das ganze Leid der Menschen kann man ja gar nicht monetär erfassen. Ja. Also das ist nur eine Zahl. Ja. Es gibt viele andere, die Sie auch nehmen können. Kohleausstieg über 40 Milliarden. Also, und dann muss man sich überlegen, hier geht es um die Welt. Ja. Hier geht es um die Ökosysteme. Hier geht es um die Biodiversität und das Klima. Also da müssen wir über ganz andere Dimensionen sprechen. Es gab eine Zahl, die haben wir vorhin auch schon mal gehört. Also über 100 Milliarden, die wir da pro Jahr auch brauchen. Es sieht immer so aus, oh, das sind unglaubliche Kosten, wo sollen wir das hernehmen? Aber es gibt sehr gute Analysen, die aufzeigen, das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist 1:5 bei diesen naturbasierten Lösungen. Das heißt, es ist eine Reduktion auf Kosten, die sowieso viel höher ausfallen werden, wenn wir das nicht tun. Und deswegen denke ich, ja, eine der größten Volkswirtschaften der Erde, ein gutes demokratisches Land, was auch eine gute Reputation international hat, hat auch eine Verantwortung, jetzt mit den Geldern, aber auch sonst insgesamt nach vorne zu marschieren. Und das ist unsere große Hoffnung heute Abend, dass wir so einen Impuls setzen können, mit Ihnen allen gemeinsam da nach vorne zu marschieren. Frau Gamur, da bekommen Sie auch nochmal einen Applaus. Frau Gandur, was sind aus Sicht von Fridays for Future die wichtigsten Forderungen zum Thema Artenvielfalt, Biodiversität? Sie haben ja zum Thema Klimaschutz auch ganz konkrete Punkte aufgestellt und genannt. Wie sieht es bei diesem Thema aus? Was sind da Ihre Forderungen? Ja, im Allgemeinen haben wir Berlin-Forderungen und wir sind natürlich deutschlandweit und global aufgestellt. Wir schauen uns das jeweilige Land an, arbeiten mit WissenschaftlerInnen zusammen und arbeiten konkrete Pläne aus. Die Bundesregierung muss diese eigentlich nur noch übernehmen. Wir haben schon alles gemacht. Absurd, dass Jugendliche das machen müssen, finde ich auch. Aber die Politik schafft es ja anscheinend nicht zu handeln. Sie sagen die ganze Zeit, sie haben keine Gelder, doch auf einmal sind sie da. Die Corona-Krise, wir haben es gesehen. Und jetzt auf einmal, ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, was die BASF gerade macht mit dem Gasembargo, was wir schon lange gefordert haben. Sie sagen jetzt, ja, wir müssen aussteigen. Aber die Fakten, die sie dazu haben, sind Greenwashing, sie sind Fake. Und auf einmal sind die Gelder da für ein Gasembargo, denn sie wollen Russland nicht mehr weiter finanzieren. Nachdem wir es gesagt haben, wir können nicht der Ukraine Hilfspakete schicken und gleichzeitig das Öl, was Milliarden von Euro uns jeden Tag, jeden Monat kostet, an Russland schicken. Aber wir haben lustigerweise einen Take-or-Pay-Vertrag aufgesetzt. Das sagt uns, dass wir bis 2036 verantwortlich sind, russisches Gas zu teilen, zu kaufen. Und was Robert Habeck und das Institut für Wirtschaft jetzt macht, ist, mit Katar Verträge abzuschließen. Doch das. Aber lassen Sie uns nochmal zurückkommen zum Thema Biodiversität, weil Sie haben ja sich gerade quasi auch konkret an die Bundesregierung gerichtet. Da können Sie auch gleich nochmal drauf reagieren. Also was sind die Forderungen von Fridays for Future? Sie haben gesagt, wir haben das alles schon ausgearbeitet. Was muss passieren? Genau, den Bogen wollte ich jetzt gerade spannen. Und zwar, indem wir weiter fossile Energien fördern, können wir es leider nicht schaffen, die Biodiversität zu schützen. Denn Klimakrise und Biodiversität hängen zusammen. Man kann das eine nicht ohne das andere leben. Wir müssen anfangen zu handeln. Wir haben noch ungefähr 3 Jahre Zeit, laut dem IPCC zu handeln. Wir müssen jetzt handeln. Wir können leider nicht hier stehen und weiter reden. Der Herr hat vorhin gesagt, dass wir ungefähr so viel Geld haben, um handeln zu können, aber wir müssen handeln. Es muss jetzt passieren. Wir dürfen nicht weiter Wälder abroden, in dem auch Arten sterben. Wir dürfen nicht weiter Pipelines fördern, in denen Korallenriffe kaputt gehen. Das ist, was Fridays for Future fordert und das seit 4 Jahren. Herr Dr. Zettler. Tun Sie nicht genug? Leider nein. Nein, wir tun nicht genug. Das ist vollkommen klar. Erstens mal hat die Bundesregierung erst vor ein paar Monaten die Geschäfte aufgenommen. Und dann ist es halt
eine schwierige Aufgabe. Wir tun nicht genug, wir müssen viel, viel mehr tun. Da stimmen wir vollkommen überein. Und es ist auch nicht nur Nature-Based Solutions, sondern, wie gesagt wurde, das macht nur Sinn, wenn man insgesamt auch die Dekarbonisierung vorantreibt. Ich will es nicht als Trostpflaster bezeichnen, das ist es nicht. Das ist wunderbar und wir müssen das machen und es ist Teil der Antwort. Aber es kann nicht die ganze Antwort sein. Ich weiß nicht, ob jemand diesen wunderbaren Bericht gelesen hat von Das Gupta im letzten Jahr. Ziemlich lang, aber total spannend. Und die Hauptaussage ist, wir haben hier mit einem Problem zu tun, das unser gesamtes Leben und Wirtschaften betrifft. Wir haben alle versagt. Die Politik hat versagt, die Wirtschaft hat versagt. Wir haben den Wagen an die Wand gefahren. Und da stehen wir jetzt. Wir können nicht innerhalb von ein paar Monaten oder ein paar Jahren den Wagen zurückfahren und reparieren und weiterfahren. Es geht überhaupt nicht darum, weiterzufahren. Es geht darum, in eine andere Richtung zu fahren. Da stimme ich vollkommen überein. Und es geht auch nicht nur um Finanzierung. Finanzierung ist total wichtig. Und jeder, der seinen Beitrag leisten kann, denke ich, sollte und muss den leisten. Aber es geht auch um Sachen, die vielleicht noch viel schwieriger sind, als ein bisschen Geld locker zu machen. Nämlich die entsprechenden politischen Weichen zu stellen. Ich bin sehr froh, dass Kollege Tido hier das sehr deutlich gemacht hat. Diese Regierung arbeitet an einem Strang. Wir haben erst einen Retreat gehabt mit drei anderen Ressorts zur Klimaagenda. Wir versuchen, die Kräfte zu bündeln, nicht gegeneinander zu arbeiten. Und das Ziel ist, die Politik zu ändern. Und das heißt eben auch, dass man zum Beispiel 500 Milliarden an Dollar, an Subventionen, die jährlich biodiversitätsfeindlich eingesetzt werden, dass man die zurückfährt. Das ist Teil der Agenda und dazu gehört noch sehr viel anderes. Fiskalpolitik, regulatorische Politik, da müssen wir wirklich rangehen. Ich möchte noch mal betonen, ich finde es wirklich ganz spannend zu sehen, weil wenn wir Gelder jetzt falsch investieren in den nächsten 3 Jahren, in das Land Deutschland, dann werden unsere Lebensgrundlagen kollabieren. Unser Wirtschaftssystem wird kollabieren. Was heißt das für uns? Das heißt, wir werden, was wir jetzt schon erleben in dem Angriffskrieg, noch viel stärker erleben. Wir werden noch viel stärkere Regenphasen haben. Wir werden viel stärkere Dürrephasen haben. Das heißt, Ernte wird ausfallen. Das betrifft uns selber. Ich verstehe nicht, weshalb die Politik das immer noch nicht verstanden hat, denn wir sagen das seit 4 Jahren und wir sehen es Jahr für Jahr. Die Wissenschaft beweist es immer wieder, dass wir jedes Jahr erneute Hitzerekorde erreichen. Das kann leider nicht so weitergehen. Aber ich glaube, diese Botschaft ist deutlich angekommen, zumindest jetzt. Und auch Herr Dr. Zattler hat ja gerade gesagt, wir sprechen auch gerade in anderen Konstellationen und auf einer anderen Ebene miteinander. Ja. Ja. Also nur um die Diskussion weiterzuführen. Ich glaube, in der Analyse stimmen wir überein. Und ich sage auch nicht, dass alle Politiker das verstanden haben. Aber einige haben es verstanden. Und Politik ist eben das langfristige Ziel umzusetzen in tägliche Schritte. Und da sind wir dran. Und in Deutschland haben wir das Problem. Und wir haben es gerade in Bezug auf Entwicklungsländer diskutiert. Es gibt einfach Leute, da kann man nicht sagen, geh raus aus dem Wald und schau, wie du überlebst. Das muss man managen und Politik muss das mit einbeziehen. Und es ist manchmal eine sehr undankbare Aufgabe. Wichtig ist für mich, dass konsequent in die richtige Richtung gegangen wird. Das ist schon mal ein wichtiger, das nicht nach hinten oder auf die Seite, ist schon mal ein wichtiger Schritt. Und dass wirklich relevante Entscheidungen getroffen werden und daran möchten wir auch gemessen werden. Ich möchte an der Stelle einmal sagen, dass wir Sie gerne auch in die Diskussion mit einbinden. Wenn Sie Fragen haben, dann stehen wir mit dem Mikrofon parat, einfach kurzes Handzeichen, dann kommen wir auch zu Ihnen. Und Herr Dr. Wagner, ich würde gerne bei Ihnen nochmal nachfragen, Sie haben vorhin gesagt, das höre ich auch immer wieder, dass gerade Unternehmen, die eben auch in ihre Klimaschutzstrategie investieren wollen, das Thema Biodiversität nicht so richtig auf dem Schirm haben. Wie sorgen Sie denn innerhalb der Bank dafür, dass die Beraterinnen und Berater, die Sie haben, auch entsprechend zum Thema beraten? Ja, wir haben schon vor etwa 2 Jahren angefangen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr ausführlich zu schulen, auf verschiedenen Ebenen.
Alle unsere Mitarbeiter müssen zum Beispiel ein computergestütztes Training machen zum Thema Nachhaltigkeit. Dann haben wir einen Studiengang zusammen mit der European Business School entwickelt, Sustainable Finance, wo wir eine wirklich eigene Vorlesung zum Thema Biodiversität haben. Also uns geht es gerade darum, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den Tellerrand rausschauen. Andere Themen wie Kreislaufwirtschaft zum Beispiel werden dort auch besprochen, damit man wirklich das Thema auch gegenüber dem Kunden überzeugt vertreten kann. Wir haben beispielsweise auch ein Beratungstool entwickelt, das heißt Branchenbarometer, mit dem wir unsere mittelständischen Kunden beraten über die einzelnen Themen, also Umwelt, Soziales und Governance und wo auch natürlich das Thema Biodiversität angesprochen wird. Und es gibt ja neben den Themen, die angesprochen wurden, hier die naturbasierten Lösungen noch viele andere Themen. Ja. Beispielsweise im Food-Bereich, also zum Beispiel sogenanntes Vertical Farming, wo sie sehr ressourcen- und bodenschonend Nahrungsmittel produzieren können. Gerade jetzt auch ein Thema wiederum in der Krise, die durch den Krieg verursacht wurde. Also es gibt einige wirklich Themen, die aber als Chancen für die Unternehmen herausgestellt werden müssen. Ich glaube, es ist wichtig, den richtigen Rahmen zu setzen. Es muss Transparenz herrschen. Die Unternehmen müssen sowieso in Kürze, in einigen Jahren, reporten über ihre Nachhaltigkeit. Das wird auch das Thema Biodiversität betreffen, und zwar in doppelter Materialität sozusagen. Wie ist meine Auswirkung auf Biodiversität als Unternehmen, auch als Bank, und welche Auswirkungen hat der Biodiversitätsverlust auf meine Geschäftstätigkeit? Das muss in Zukunft reportet werden. Da muss es klare Regeln geben, aber wenn diese Regeln klar sind und wenn zum Beispiel auch die Qualität der naturbasierten Lösungen geregelt ist, und zwar über Ländergrenzen hinweg, dann glaube ich, sollte man hier die Chancen und die Kräfte des Marktes walten lassen. Ansonsten bekommen wir das alleine mit Verboten und auch mit gutem Willen nicht geregelt. Mhm. Frau Professorin Bühning-Gäse, ich würde an der Stelle noch einmal gerne nachfragen zum Thema Kompensation, weil es ist ja aktuell so, dass wenn ich naturbasierte Lösungen unterstütze als Unternehmen in Deutschland, kann ich das eben nicht anrechnen in die Klimabilanz. Sie sind aber nicht grundsätzlich gegen das Thema Kompensationsmöglichkeit, sondern es geht wirklich um die, müsste dann da nicht auch was passieren, dass man das anrechnen kann? Ich muss gestehen, da bin ich jetzt gar nicht so in der Materie drin. Also verblüfft mich, dass man das nicht anrechnen kann, weil ja mit den naturbasierten Lösungen auch das Binden von Kohlenstoff verbunden ist und das muss ja anrechenbar sein. Ja. Herr Dr. Zettler, müsste ja. Das in der Zukunft nicht möglich sein? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, über die auch viel diskutiert wird. In der Vergangenheit war es wirklich so, dass man spricht von Wasserbetteffekt. Man macht an der einen Stelle was Gutes und es führt an der anderen Stelle. Und Kompensation kann zu sowas führen. Und man hat aber jetzt in Glasgow bei den letzten Klimaverhandlungen den Artikel 2.1c des Pariser Abkommens neu verhandelt. Und das stellt sicher, dass das zwischen Staaten so nicht mehr möglich ist. Allerdings müssen wir schon sehen, dass wir noch eine Aufgabe vor uns haben. Zum Beispiel, wenn Unternehmen kompensiert und sagen, sie sind dann carbon neutral oder so, dann muss man schon genauer hinschauen. Kann Unternehmen einfach faktisch so weiter wirtschaften und dann machen sie ein bisschen Kompensation, kaufen ein paar Zertifikate hier und da und dann sind sie carbon neutral. Das geht natürlich nicht, sondern, und das ist meine persönliche Meinung, ich finde, das sollte nur im Prinzip möglich sein und zertifiziert werden, wenn das Unternehmen einen Plan vorlegt, wie es selbst langfristig dekarbonisiert. Mhm. Absolut. So, ich schaue noch mal in die Runde und gucke, ob es, ja, wir haben da hinten eine Wortmeldung. Wir kommen mit dem Mikrofon. Fast der weiteste Weg, aber den es geben kann, aber wir kommen. Wenn Sie sich einmal ganz kurz vorstellen würden, dann freuen wir uns. Hallo, guten Abend. Mein Name ist Florian Tietze. Ich vertrete den WWF Deutschland in den internationalen Verhandlungen zur Biodiversität, also auf dem Weg zum Weltnaturabkommen. Und ich würde gerne eine kurze Perspektive geben, auch von den Verhandlungen selbst. Wir haben ja vorhin schon gehört, die letzte Verhandlungsrunde war in Genf. Und wenn man, hört man mich gut? Ich bin zwar weg. Wenn man dort drin war und sich beteiligt hat, hat man vor allem einen Konflikt gemerkt, der ganz stark im Vordergrund war. Und dazu muss ich sagen, das
ist ja keine wissenschaftliche Konferenz dort. Das wäre schön, aber das sind politische Verhandlungen, multilaterale Verhandlungen. Da geht es auch sehr stark um nationale Interessen. Das ist die politische Realität. Und dort wird die Finanzierungsfrage sehr stark und sehr hart verhandelt und von vielen Ländern des globalen Südens teils auch zu Recht abhängig gemacht von ambitionierten Zielen. Beides geht nur zusammen. Das muss ein Package-Deal sein. Und deswegen ist auch diese Finanzierung von den reichen Industrieländern des globalen Nordens, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und auch andere, auch die Europäische Union, so wichtig, um überhaupt ein Abkommen zustande zu bekommen, dass wir überhaupt wir sprechen immer vom Paris-Moment, das wäre wünschenswert, aktuell sieht es noch nicht danach aus, aber dass wir dieses Abkommen erstmal bekommen, bevor wir dann über die Umsetzung sprechen, und das ist alles sehr wichtig, aber aktuell müssen wir diese politische Herausforderung lösen. Und deswegen ist es vor allem auch so wichtig, dass im Bundeshaushalt 2022, aber auch darüber hinaus, im Laufe der Legislaturperiode, diese Gelder für die internationale Finanzierung auch wirklich bereitstehen und dass das ein entsprechendes Signal gibt für die Entwicklungsländer, damit man eben zu einem politischen Abkommen kommen kann. Und mich würde sehr die Meinung und Perspektive der Panelisten dazu interessieren. Danke. Wer möchte darauf reagieren? Vielen Dank erstmal für diese Einblicke. Herr Dr. Zattler? Naja, also natürlich, wir setzen uns dafür ein, dass die Gelder zur Verfügung gestellt werden. Das sollte möglichst so gemacht werden, dass nicht nur Deutschland da finanziert, sondern wir wollen ja einen Hebeleffekt haben. Und deshalb sprechen wir mit den anderen, auch das Gleiche zu tun. Ich komme gerade faktisch von einem G7-Ministertreffen, das hier in Berlin stattgefunden hat, auf Einladung meiner Ministerin Svenja Schulze. Und wir haben da hart verhandelt, und da ging es um vieles, aber es ging auch um Biodiversität und es ging auch um Finanzierung. Ich kann kurz mal vorlesen, ein Kernsatz ist: We are committed to mobilizing resources from all sources to substantially increase our funding in support of biodiversity finance by 2025, including increased funding for nature-based solutions. Es war nicht leicht, das zu verhandeln, weil viele andere natürlich nicht wollen. Also wir werden mehr Mittel zur Verfügung stellen, das ist vollkommen klar, aber wir versuchen, die anderen mitzunehmen. Ich hab mal einen Vorschlag für erhebliche Steigerung der Mittel. Und momentan gibt es so eine Zahl im Raum, das sind 800 Millionen, je nachdem, wie man das berechnet, das ist ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger, die momentan von Deutschland für Biodiversitätsfinanzierung international aufgebracht werden. Großes Lob erstmal, da sind wir nämlich an der Weltspitze damit, ja, aber ist natürlich nicht genug. Was ist erheblich mehr wie 800 Millionen, meine Damen und Herren? Ich würde mal sagen, also davor 2 Milliarden braucht man gar nicht anfangen, weil sonst wäre es ja nicht erheblich. Ja. Also von daher denke ich, super Vorlage, jetzt brauchen wir die Zahl, genauso wie der Kollege vom WWF das gesagt hat, ist absolut wichtig. Also das wäre der Moment, wo man sagt, jetzt gehen wir zusammen da auf den Gipfel, aber wir haben den Rucksack geschultert und das muss der globale Süden sehen. Wenn er das nicht sieht, wird das nicht funktionieren. Vielen herzlichen Dank. Wir haben hier vorne noch, da hinten, dann machen wir erst da hinten, weil die Dame da schon ist und dann kommen wir hier vorne zu Ihrer Frage. Mein Name ist Martin Schäfer, ich leite eine Naturschutzstiftung im globalen Süden und meine Frage erginge an die Herren Dr. Wagner und Dr. Zattler. Ich teile Ihre Analyse, dass wesentlich mehr gemacht werden muss und dass das eine Anstrengung ist, die aus der Wirtschaft, Politik und aus der Zivilgesellschaft zusammenkommen muss. Vor gut 10 Jahren wurden in Aichi Biodiversitätsziele für 2020 formuliert. Keins dieser Ziele wurde erreicht. Wie können Sie heute zum Beispiel Fridays for Future garantieren, dass die Ziele, die jetzt formulieren, auch dann umgesetzt werden? Herr Dr. Wagner, wollen Sie vielleicht mal anfangen? Da muss Herr Zattler nicht schon wieder direkt, aber Sie kommen natürlich gleich auch noch dran. Ja, vielen Dank für die Frage. Sie haben vollkommen recht. Beim Thema Nachhaltigkeit hat sich in den letzten 20 Jahren nicht sehr viel getan. Es gab viele Commitments. Ich denke, ein Game Changer, wenn man das so sagen darf, ist wirklich der Green Deal der EU, wo ganz klare und harte Transparenzregeln verabschiedet wurden, eine klare Taxonomie, eine einheitliche Sprache für Nachhaltigkeit. Ja, und so kann also auch das hier implizit angesprochene Greenwashing ja auch vermieden werden. Und es gibt klare Anreize und ein einheitliches Spielfeld für die Wirtschaftsakteure, nachhaltig zu agieren.
und es werden sogar Geschäftschancen dabei aufgezeigt. Deswegen bin ich mir sicher, dieses Mal ist das ein Thema, was nicht verschwinden wird, was kein Hype ist, keine Modewelle und was die Gesellschaft nachhaltig verändern wird. Herr Dr. Zattler und dann Frau Professor Böning-Gäse, Sie hatten sich auch noch zu Wort gemeldet. Ja, natürlich, das ist vollkommen frustrierend, dass das so gelaufen ist. Und ich würde Ihnen zuerst mal sagen, halten Sie die Politiker rechenschaftspflichtig. Uns. Ich denke, das ist die Demokratie und das ist Ihre Pflicht auch. Jetzt war das nicht die Regierung, die im Moment eben dran ist, aber gut, das ist ein allgemeines Problem. Das Problem heißt auch ein bisschen Demokratie. Ne? Also das ist jetzt natürlich blöd, das so zu sagen, aber die Politiker sind natürlich der Bevölkerung auch verpflichtet. Und um zum Beispiel diese Biodiversitätsziele zu erreichen, bedarf es harter Konflikte, denn es stecken ja überall Interessen dahinter. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel beim Trassenausbau, beim Ausbau der Windenergie, wie hart es ist, schnell die Windkraft zum Beispiel hochzufahren. Bei Biodiversität ist es nicht einfacher. Von daher ist es eine gemeinsame Aufgabe, es ist unser aller Aufgabe, auch an diesem Bewusstsein zu arbeiten und auch die Unterstützung der Bevölkerung zu bekommen. Es ist für mich nicht weniger frustrierend als für Sie, kann ich Ihnen sagen. Frau Böning-Gäse? Noch ein Aspekt dabei. Die Aichi-Ziele sind ja in Summe allesamt nicht eingehalten worden, aber es gab einige Teilziele, die erreicht wurden und fast erreicht wurden. Erreicht wurden solche Governance-Ziele wie ABS einzureichen und der Flächenschutz hat von den anderen Zielen noch am besten funktioniert. Da haben wir fast die Ziele erreicht, was eigentlich auch ein großer Schwung ist, diese 30% jetzt anzustreben, weil das andere Ziel haben wir fast erreicht. All die anderen Ziele haben deshalb nicht geklappt, weil die aus dem Bereich der sektoralen Umweltschutzes rausgehen. Die sind gesellschaftliche Themen und da reicht es dann nicht, dass ein Umwelt- oder ein Entwicklungshilfeministerium rangeht, sondern das sind gesamtgesellschaftliche Aufgaben und ein paar von diesen Zielen sind so anspruchsvoll, dass sie auch ganz schwierig in der Politik aufzugreifen sind. Und da gehört das Thema Suffizienz dazu. Wir müssen ganz dramatisch unseren Konsum und unseren Energieverbrauch reduzieren. Und das ist politisch wirklich nicht einfach umzusetzen. Aber das dürfe ich jetzt als Wissenschaftlerin sagen, dass das ganz oben auf die Agenda muss. Herr Dr. Wagner, Sie wollten noch was zufügen, bevor wir die letzte Frage nehmen. Ich wollte das kurz noch mal kommentieren und zwar ich möchte wirklich nochmal sagen, das Thema ESG, Nachhaltigkeit, spielt in jedem unserer Kundengespräche seit 2 Jahren eine Rolle. In jedem. Also es ist angekommen worden. Ja, aber in der Regel nicht eben Biodiversität. Mhm. Und ich glaube, hier gibt es aber auch eine Bringschuld der Experten, dieses Thema aus der Expertenecke herauszuholen und zu emotionalisieren. Die Öffentlichkeit zu emotionalisieren, so wie das Fridays for Future mit dem Film macht und andere das auch machen. Wir müssen dahin kommen, dass das so wahrgenommen wird wie das Thema Klimawandel. Absolut. Oder Diversity. Auch das Thema Diversity ist jetzt in aller Munde. Ja, aber und da, glaube ich, spielt die Wissenschaft schon eine entscheidende Rolle, hier die Komplexität zu reduzieren und zu emotionalisieren. Das hängt auch zusammen. So, wir haben eine letzte Frage hier vorne. Ja, okay, aber ich würde sagen, einmal kurz der Herr hier vorne, weil er sich schon länger gemeldet hatte und dann haben wir hinten noch eine Frage, das müsste dann aber auch die letzte sein, wenn Sie sich einmal kurz vorstellen mögen. Matthias Kleiner, ich bin der Leibniz-Präsident, der Johannes Vogel im Nacken sitzt, weswegen er vorhin die Leibniz-Gemeinschaft so hervorgehoben hat. Ich möchte eine Frage aber als, ein bisschen tiefer bitte, eine Frage als informierter Bürger aufwerfen, gar nicht stellen, sondern aufwerfen. Man fragt sich ja spätestens seit dem 24. April, seit der Aggression Russlands auf die Ukraine, warum wir nicht ein Tempolimit 120 einführen. Es kostet sozusagen nichts. Es spart, um das kurz zu sagen, etwa 6,6% der CO2-Emissionen der PKWs und kleinen Lastkraftwagen ein. Und wenn wir in den Chemieunterricht aufgepasst haben, ebenso viel Kraftstoff, macht uns also ein bisschen unabhängiger von Fossilen und von Russland. Es wären 2,2 Millionen Tonnen CO2, das ist etwa 10% der
des CO2-Fußabdrucks der Zementproduktion. Und wenn wir auf 100 gehen würden, was wahrscheinlich die Bevölkerung nicht so vertreten würde wie 120, ich glaube, da würden Sie überwiegend Zustimmung finden, wären es sogar doppelt so viel. Also man fragt sich wirklich, warum eine Bundesregierung, Ampel, mit dem Anspruch, den Sie vorhin gesagt haben, nicht dieses Mittel sofort ergreift. Und ich glaube, am Ende würde unser Verkehr sogar noch flüssiger und effizienter werden als ohne Tempolimit. Vollkommen unverständlich. Herr Dr. Zadler, möchten Sie darauf kurz reagieren? Die berühmten low-hanging fruits, warum kriegen wir das nicht hin, die mitzunehmen? Ich glaube, ich habe hier eine undankbare Rolle. Also Sie wissen, es gibt einen Konflikt in der Bundesregierung. Was heißt Konflikt? Es gibt unterschiedliche Auffassungen in der Bundesregierung. Und ich kann für mich persönlich sprechen. Ich finde, Ihr Argument hat große Schlagkraft und ich würde sogar noch weitergehen. Also wir wissen, dass ein Tempolimit viel bringen würde, was die Reduktion von Erdölverbrauch anbetrifft, was die Klimaagenda anbetrifft. Wir wissen, dass sozusagen Klima oder die Temperaturerhöhung nicht gut ist für Biodiversität. Also es würde auch was bringen für Biodiversität. Und wir verfolgen auch den One Health Ansatz. Das heißt, Biodiversität und der Verlust davon ist nicht gut für unsere eigene Gesundheit. Und Sie haben Ukraine angesprochen, ich weiß nicht, glaube ich vielleicht auch die Pandemie angesprochen. Letztlich machen wir damit auch Pandemievorsorge. Also es gibt viele Argumente, die bei all denen, die in der öffentlichen Diskussion sind, pro und contra Tempolimit, überhaupt nicht berücksichtigt sind. Und deshalb würde ich sagen, es spricht sehr viel dafür. Es mag auch was dagegen sprechen. Das überlasse ich anderen, die Argumente zu bringen. Das ist vor allem, dass bestimmte Leute es halt nicht wollen. Und wie gesagt, wir leben in einem demokratischen System. Und da muss man all das hart erkämpfen. Vielen Dank. Wir haben eine letzte Frage. Ja, guten Abend. Mein Name ist Aletta Bonn vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung und dem EIDIF, dem Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung. Sie haben gerade gesagt, wir wären die Expertin zur Emotionalisierung. Wir hoffen das natürlich, aber ich glaube, Sie sind der Experte, um tatsächlich ökonomische Lösungen zu schaffen, um Anreize zu schaffen, um die richtige Sprache zu finden, um auch hier Indikatoren zu finden, die auch sprechen und wo wir eine Selbstverpflichtung haben, dass wir eine enkelgerechte Welt haben, nicht nur eine für unsere Kinder. Und ich glaube, Sie sind der Experte, beziehungsweise es gibt noch viele andere Expertinnen hier im Publikum. Und ich hoffe, dass wir hier dazu kommen, dass wir wirklich, wir haben die 2010-Ziele verpasst, die 2020-Ziele. Wir möchten 2030 nicht wieder dastehen und erst recht nicht 2050. Vielen herzlichen Dank. Das unterstreicht nochmal den Appell auch der Berliner Erklärung und des ganzen heutigen Abends auch. Aber das Thema Emotionalisierung und wie erkläre ich das eigentlich all den Menschen da draußen, die ich noch nicht mit ins Boot geholt habe, das würde ich in einer kurzen Abschlussrunde gerne von Ihnen wissen. Ich mache auch den Anfang. Seit ich das Buch von Dr. Frauke Fischer gelesen habe, mit ihrer Co-Autorin hat sie es geschrieben, Was hat die Mücke je für uns getan, ist mir im Kopf geblieben, ohne eine Mücke, eine bestimmte Art von Mücke, haben wir keine Schokolade, weil die Kakaobohnen und Kakaopflanzen bestäubt. Was erzählen Sie für eine Geschichte, Herr Dr. Schenk? Wir fangen mal bei Ihnen an, um Menschen zu erklären, wie wichtig das ist, dass wir weiter Artenvielfalt haben, dass wir das Thema Biodiversität ernst nehmen, damit wir alle hier aus diesem Abend was mitnehmen können, was wir bei der nächsten Party erzählen können. Also wir würden das natürlich zielgruppenspezifisch machen. Ja, also wenn wir hier in Deutschland sind, dann würde ich denen was über Drucks per ICI erzählen. Den kennt natürlich niemand, den Knochenglanzkäfer, der in alten Wäldern lebt und nur in alten Wäldern lebt. Aber solche Beispiele gibt es natürlich um die Welt herum. Und an diesen einzelnen Beispielen deutlich machen, wir leben in einer vernetzten Natur, wir müssen mit der Natur leben und nicht gegen die Natur. Und ich glaube, das ist das große Ziel für die Zukunft und vor allem für die Zukunft für diese Dame links von mir. Genau, Frau Gadur. Wie machen Sie es Ihren Freunden und Freundinnen auf einer Party klar? Auf einer Party spreche ich gerne nicht über das Klima, aber über Biodiversität aber vielleicht. Genau, vielleicht das jetzt. Ich glaube, man muss dieses Thema auch in die Schulen bringen. So wie Klima in die Schulen gebracht haben, muss man auch das Artensterben in die Schulen bringen. Und ich würde vielleicht kommen, wir hatten mal so ein lustiges Partyspiel, wo wir so lateinische Pflanzen mit reingebracht haben. Vielleicht ist das eine gute Art,
zu zeigen, dass die Biodiversität auch wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen einfach gemeinsam alle laut sein, auf jeder Party. Laute Partys sind eh die besten. Herr Dr. Zadler. Nicht so Party, sondern eher Tod. Ich denke zunächst mal zurück an meinen Vater, der mit 61 Jahren gestorben ist. Und als er gestorben ist, hat er zu mir gesagt, er hat auch ein schönes Leben gehabt. Er hat so viel Zeit in den Alpen verbracht. Er hat nie Europa verlassen, über Bayern und Österreich und Italien nicht rausgekommen. Aber er hat mir erzählt, wie toll das ist in den Alpen, die Flüsse, die Natur und so weiter. Und was für ein schönes Leben er hatte. Und ich denke, das kann man auch Leuten heute sagen. Und ich wünsche ihnen, dass sie irgendwann das wieder so genießen können, wie mein Vater das genossen hat. Mhm. Frau Bühning-Gäse, was erzählen Sie? Ich komme ja auch von einem Forschungsmuseum. Und ich kann nur betonen, dass die Forschungsmuseen, die naturkundlichen insbesondere, eine wahnsinnige Rolle spielen, weil sie erstens viele Besucher haben und zweitens ein breites Spektrum an Besuchern. Also nicht nur die sowieso schon Wohlmeinenden, sondern aus allen unterschiedlichen Milieus. Und mit einer weiteren Förderung der Forschungsmuseen kann diese Arbeit noch breiter in die Fläche getragen werden. Super. Herr Wagner. Ich weiß nicht, ob Sie mit Ihren Kundinnen und Kunden dann sprechen oder auch auf einer Party. Beides lässt sich ja vielleicht auch verbinden. Ich war selbst viele Jahre in Asien tätig und bin dort also natürlich durch Länder wie Indien, Kambodscha, China gekommen. Und ich muss sagen, die Umwelt, der Ausmaß der Umweltzerstörung und Verschmutzung, vor allem auch in den Meeren, ist so immens, ja, und so schockierend. Wenn man das nicht mit eigenen Augen gesehen hatte, könnte man das fast nicht glauben. Und das motiviert einen sehr, sehr stark, alles dagegen zu tun, was man machen kann. Vielen herzlichen Dank für diese Ideen auch nochmal, die wir alle mitnehmen können auf die nächste Party oder was auch immer für Gespräche wir führen. Und ein großer Applaus nochmal für Sie alle, die Sie hier Rede und Antwort gestanden haben. Dankeschön. Dann dürfen Sie wieder Platz nehmen. Sie dürfen sich alle an Ihre Plätze zurückbegeben. Und wir kommen jetzt zu dem Teil, wo wir nochmal aufzeigen wollen, wie groß das Engagement vieler Philanthropen auch ist. Und es gibt einen Mann, der, glaube ich, jetzt schon eine ganze Weile wartet, der uns aus New York zugeschaltet sein wird und ist wahrscheinlich schon ganz ungeduldig. Und zwar ist das Dr. Christian Semper. Er ist uns jetzt zugeschaltet und er war für eine lange Zeit der CEO von der Wildlife Conservation Society und jetzt ist er der Managing Director von der Bezos Earth Fund Stiftung und wir sagen herzlich willkommen, very warm welcome. Thank you very much. It's a pleasure to be with you. Good evening to you from New York City. Thank you very much. Oh, please go ahead. So we are very interested in the plans with the Protect Our Planet Challenge. Yes, well, thank you very much. I'm delighted to address you today and congratulate you on this very important meeting on a crucial topic. And I am addressing you on behalf of a coalition of donors that came together under what we call the Protecting Our Planet Challenge, which brings together 11 donors from the United States and the United Kingdom that collectively have pledged to invest $5 billion between now and 2030 in the protection of nature. Now, all of you gathered there this evening, of course, are very much aware of the critical time that this represents for our planet. We have already transformed 77% of the surface of the planet, and our human footprint is getting bigger. We're feeling the impacts of climate change all over the world. And of course, the recent pandemic is a powerful reminder of our connection with nature and the importance of pursuing a One Health approach. The good news is, I think the world has finally woken up and we're coming together to realize that we need a different future. And even though everyone has focused on building a carbon neutral future by 2050, that alone is not enough. What we need is to build a future that is both carbon neutral and nature positive. Because in the end, our very own existence depends on nature. And we need to realize that climate and nature are two sides of the same coin. But the good news is nature is one of the most powerful tools that we have ahead of us to tackle the climate change.
crisis. As we look ahead, our view is that there are three critical solutions that we need to pursue: to protect, to restore, and to transform. We need to protect the most important places that we have left on the planet, including some of the legacy landscapes. We need to restore some of the areas that we have lost, and we need to transform the way we live, including the way we produce food, the way we produce and use energy, as well as building sustainable cities. Now, we're all coming together around a sustainable development agenda at a critical time. As I'm sure you discussed today, this is a moment when this year, the members of the United Nations that are parties to the United Nations Convention on Biological Diversity are going to come together to adopt a 2030 global biodiversity agenda. And one of the key elements that is included in the text there is what's called the 30 by 30 initiative. The goal to protect 30% of the planet on land and on sea by 2030. And the good news is there's more and more governments that are part of this, including most of the members of the European Union. As of last week, 95 different countries have gathered around this. But clearly implementing this very ambitious goal is going to require finance. And finance is key, and the early estimates is that we have to at least double and probably triple the amount of finance that is being used globally to protect nature. And the role of a country like Germany is absolutely critical. Germany is already the largest bilateral donor in the area of biodiversity. We want to thank you, but also encourage you to raise your ambition. We were very pleased to see that last September, when we launched our challenge, the European Union has doubled the funding for biodiversity. And we would very much like to see Germany do the same and to be able to announce this in Kunming. Now, we realize that this is a difficult time because of the crisis in Ukraine. And that will require extraordinary commitments by the German people and the government. Having said that, the short-term challenges cannot detract from our longer-term imperatives. So therefore, we need Germany as a strong partner in a global coalition between public and private donors. Now, we believe that this is the time, and we have the tools, the knowledge, the technology, the science, the partnerships with governments and indigenous peoples and local communities to come together to secure the protection of that 30% of the planet. We also believe that within that 30%, there are critical places that are irreplaceable, that need to be protected forever. The most iconic places around the planet, which in the German context have been defined as the legacy landscapes, what we refer to as the nature strongholds. But those should be both on land and on sea. We are very pleased to see the legacy landscapes program that has been supported by Germany and by many of you there in the room. We're active participants and co-financers in some of these sites. And we're pleased to see this ambition to secure the long-term protection of 30 sites around the world. But that is not enough. We need to do more together. So the Protecting Our Planet Challenge partners are willing to go further by providing incremental and additional private investment that can be used for both legacy landscapes and other programs done by other governments and multilateral agencies. And we are working toward a challenge that we hope to be able to announce in Kunming in September of this year, of a global program to protect no less than 100 critical protected areas around the planet, these landscapes, working with local governments and communities. The only way this is going to work is by working together and by having public-private partnerships and different kinds of financing that could come together. We recognize the critical role of philanthropy as an upfront investment that can be done in a quick, effective, and flexible way. But we need governments like Germany and many other bilateral donors, as well as private industry. And we feel that there are many other tools, including tools like the carbon markets and other tools that can be used to build a sustainable finance future. I would like to just conclude by inviting other members to join our Protect Our Planet Challenge. We would be delighted to have German philanthropists join our coalition to build it into a global coalition. And we stand ready to work with Germany and other governments around the world to be able to deliver an ambitious package that the world needs at the meetings in Kunming later this year. Thank you for what all of you in the room are doing. Thank you for inviting me to join you remotely.
and we're delighted to work with you as we really seek to protect nature, to solve climate, and to support the livelihoods of people all around the world. Thank you very much. You can hear the audience. Thank you very much for this powerful statement and for joining us this evening. Bye. Thank you very much. Thank you very much and good luck with the rest of the evening. So, und wir machen weiter mit Professor Johannes Merck, Vorstandsvorsitzender der Michael-Otto-Umweltstiftung. Und Sie dürfen auf die Bühne kommen für ein nächstes Statement. Und Sie bekommen auch einen Applaus. Ja, ganz herzlichen Dank für diese große Ehre, hier ein paar Worte sagen zu dürfen. Sie haben ja einen wirklich gewaltigen Rahmen aufgemacht, einen riesigen Handlungsrahmen geöffnet, in den jetzt die Aktivitäten einer kleinen Stiftung sozusagen hinein zu positionieren natürlich gar nicht so einfach ist. Die Umweltstiftung Michael Otto ist unter den Naturschutzstiftungen in Deutschland, ich möchte nicht sagen Dinosaurier, das wäre unpassend, weil die sind ja ausgestorben und uns gibt es noch und hoffentlich auch noch lange, aber doch mit einer immerhin 30-jährigen Wirkungsphase doch einer derjenigen, die schon relativ lange dabei sind. Also Herr Otto hat das 1993 ins Leben gebracht in einer Phase, als Umweltschutz überhaupt gerade ein Thema wurde, wo man über technische Lösungen, TH Luft, TH Wasser sprach, wo man über Entschwefelungsanlagen in Schornstein sprach und ähnliches, weil er das Gefühl hatte, der Naturschutz wird in Deutschland offensichtlich ein bisschen randständig behandelt. Das hat sich leider in den letzten 30 Jahren nicht sehr grundsätzlich verändert, jetzt tut sich aber doch ganz offensichtlich einiges. Wir haben als Naturschutzstiftung uns zunächst auch vor allen Dingen dadurch ausgedrückt, dass wir Geld zur Verfügung gestellt haben für die Naturschutztätigkeiten anderer, um beispielsweise die Gelbbauchunke in Ostdeutschland zu schützen oder den Feuersalamander in den Mittelgebirgen, sind aber über die Jahre doch mit Blick eben auch auf den unternehmerischen Charakter dieser Stiftung doch zu einem anderen Handlungsrahmen übergegangen. Und zwar haben wir gelernt für uns, dass es wirksamer ist, wenn wir sozusagen die Unternehmensnähe auch nutzen, um das zu tun, was hier auch schon angesprochen worden ist, nämlich vor allen Dingen die Kräfte des Marktes für die Naturschutzziele zu aktivieren. Wir müssen ja jetzt allzumal angesichts der Dramatik, in der wir uns befinden, wirklich buchstäblich an allen Schrauben drehen, die uns zur Verfügung stehen. Und natürlich brauchen wir viel öffentliches Geld, wir brauchen viel philanthropisches Geld, zum Beispiel in solchen Funds, von denen hier die Rede ist. Aber wir brauchen natürlich vor allen Dingen die Kräfte des Marktes, um naturbasierte Lösungen zu etablieren. Und unser Instrument, dorthin zu kommen, ist eben Dialoge zu organisieren mit den verschiedenen Stakeholdern, die an einem bestimmten Themenfeld sozusagen arbeiten oder die da betroffen sind, um zu gucken, wo ist ein Konsens, an dem man ansetzen kann, um in eine praktische Aktivität einzusteigen. Ich illustriere das mal an einem Beispiel, das jetzt gerade ganz aktuell bei uns ganz oben sozusagen auf der To-Do-Liste steht. Das ist ein Moorprojekt, Moore, klar, beide Seiten, Klimaschutz, Artenschutz, die Zwillingskrise wird dort stark adressiert und wir haben zusammen mit unseren Partnern von der Suko-Stiftung, mit dem Greifswalder Moorzentrum, ein Beispielprojekt initiiert, der Wiedervernässung eines Moores, um beispielhaft zu erproben, wie können wir dort jetzt auf der einen Seite eben die Inwertsetzung der Ökosystemleistung durch CO2-Zertifikate praktizieren, was natürlich ausgewogen und gut gemacht werden muss. Darüber ist hier vieles gesagt worden, auch Richtiges gesagt worden. Sehen wir natürlich alles ganz genauso. Und vor allen Dingen auch, wie können wir denn den Landwirten, die heute ja die Moore, die sich ja auf über 1 Million Hektar summieren, die wir in Deutschland haben, die dringend wieder vernässt werden müssen, denn motivieren zu vernässen, indem sie damit auch ein Geschäft machen können. Und das ist natürlich einerseits das Zertifikat, aber es ist eben zum anderen eben auch das, was aufwächst auf diesen Flächen, wenn sie denn mal vernässt sind, also Produkte aus Paludikultur. Und die sind im Moment im Markt eigentlich nicht absetzbar. Das heißt, die Aufgabe, die wir uns stellen hier, ist diejenige, eben Dialoge zu organisieren, Verfahren damit dann eben auch anzustoßen, um eben Methoden zu entwickeln, die Aufnahmefähigkeit der Wertschöpfungskette, der Wirtschaft, aus Produkten, aus Paludikultur
dann eben auch stimulieren, sodass ein Nachfragesog entstehen kann und der Landwirt da sagt, bringt mir den Absatzmarkt, dann mache ich euch das Land nass, bringt ihr mir den Absatzmarkt nicht, bleibt das Land trocken, entsprechend dann auch diesen Landwirt zu motivieren, diese Leistung, diese naturbasierte Leistung zu bringen. Das sind natürlich keine einfachen Vorhaben und sie sind hochkonfliktär. Das ist hier ja auch schon angesprochen worden. Ich kann es aus eigenem Erleben nur sehr ausdrücklich nochmal betonen, wie stark die Konflikte in diesen Prozessen sind, ob das jetzt im Agrarsektor mit den Biodiversitätsaspekten sind oder jetzt im Moor mit der Wiedervernässung oder auch in vielerlei anderer Hinsicht. Deswegen braucht es einen langen Atem. Und deswegen sind Stiftungen hier, glaube ich, eher geeignet, auch oder umso mehr geeignet für solche Vorhaben, weil staatliche Programme häufig, die von NGOs dann durchgezogen werden, doch sehr stark zeitlich auch limitiert sind. Das ist total kontraproduktiv. Man braucht einen langen Atem. Sie müssen sich an solchen Moorprojekt, das ist meine Hypothese, mindestens 10 Jahre, möglicherweise auch 20 Jahre verschreiben, um das Thema angemessen in Gang zu bringen. Und weil diese Konflikte eben so vielfältig sind und man deswegen eben auch so viel Zeit braucht, braucht man eben auch, ich sag mal, die Unterstützung natürlich aus den verschiedenen gesellschaftlichen Kreisen. Also die 120 Kilometer, der Konflikt ist das eine, aber es gibt ja noch eine ganze Reihe anderer Konflikte, die, wenn sie denn aufbrechen und wenn sie denn die Gesellschaft unter massiven Stress setzen, womöglich das gesamte Konstrukt des gesellschaftlichen Zusammenhalts gefährden könnten. Und auch da haben Stiftungen eine Aufgabe, die wir uns jedenfalls zu eigen machen wollen, nämlich zu schauen, wie können wir in dieser Konstellation einen Beitrag leisten für gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wir haben den Stress, wir müssen den Stress aushalten, der Stress wird wachsen. Was machen wir denn? Und da ist für uns im Moment eine Option, eben neben der Bildungsaktivität, die wir ohnehin schon in unserem Portfolio durchführen, Bildung gerade auch im Grundschulalter, Kinder vom Pubertätsriss zu begeistern für dieses Thema, eben auch zu investieren in Dinge, die der Erwachsenenbildung sozusagen anheimgestellt sind. Ich komme deswegen jetzt nochmal auf diesen schönen Ort zu sprechen, auf Ihr schönes Naturkundemuseum hier, Herr Professor Vogel. Sowas hätten wir in Hamburg auch gerne. Ja, im Moment ist das nicht der Fall, ja, aber es gibt eine Perspektive für Hamburg, weil eben die Leibniz-Gesellschaft und die Universität Hamburg sich jetzt zusammengetan haben. Das beobachten wir mit sehr großem Wohlgefallen als Stiftung. Und wer weiß, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir hier auch dann im weiteren Verlaufe der nächsten Jahre dann auch da philanthropisch motiviert zusammenkommen. Mich würde es freuen. Wer weiß, dann ging es auch an dieser Stelle weiter. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Merk. Und ich möchte jetzt Leonie Herzog auf die Bühne bitten und nach vorne bitten. Sie spricht im Auftrag der Eleonore Beck Stiftung. Herzlich willkommen. Ja, guten Abend. Mein Name ist Leonie Herzog und wie schon gesagt, ich spreche im Namen der Beck Stiftung. Bereits im letzten Jahr hat die Eleonore Beck Stiftung sich gegenüber der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt verpflichtet, 5 Millionen US-Dollar für eine Ewigkeitsfinanzierung im Rahmen des Legacy Landscape Funds bereitzustellen, bezogen auf einen der bedeutendsten Nationalparks, den zusammenhängenden Mano und Alto Purus in Peru. Neben der Bedeutung dieser Nationalparks und der überzeugenden Arbeit der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt war gerade die Zielsetzung und die Idee hinter dem Legacy Landscape Funds ein Grund, warum die Beck Stiftung aus ihrem Netzwerk diese Summe akquirieren konnte. Wir sind dankbar, dass wir hier mit der Moore Foundation einen Partner haben, der mit weiteren 5 Millionen US-Dollar dazu beiträgt, eine solche Ewigkeitsfinanzierung zu ermöglichen. Wie wir schon gehört haben, wir brauchen jetzt systemische Ansätze, ein alles übergreifendes Zusammenspiel von allen möglichen Akteurinnen und Akteuren, wenn wir vermeiden wollen, dass Kipppunkte in der Natur und beim Klima, insbesondere im Regenwald, erreicht werden. Wir glauben daher an die Idee des Legacy Landscape Funds, da es den Schutz immens wichtiger Gebiete auf nachhaltige finanzielle Beine stellt und hoffentlich eine Dynamik entfacht, dass weitere Gebiete unter Schutz geraten.
Hier kann das Konzept des Legacy Landscape Funds nicht das einzige Allheilmittel sein, aber in seinem Wirkungskreis kann es einen enorm wichtigen, ganzheitlichen Beitrag leisten, eine Hebelwirkung haben. Mit unserem Engagement möchten wir ein Signal senden, dass es ein immenses Potenzial gibt, private Geldgeberinnen und Geldgeber zu motivieren. Um dieses zu erschließen, braucht es einfache und zugängliche Lösungen, die unbürokratisch sind, die die Interessen privater Geldgeberinnen und Geldgeber wahren und diese auch einbindet. Wenn das gelingt, dann könnte der Legacy Landscape Fund aufgrund der Attraktivität für private Spenden zu einem wahrhaftigen Gamechanger werden. Wir bauen und hoffen darauf, dass wir den Zuschlag des Legacy Landscape Funds bekommen, sodass die Spende zur Bewahrung der Manu- und Alto Purus Nationalparks tatsächlich fließen kann. Und dies somit ein weiteres Leuchtturmbeispiel zur systematischen Rettung von Klima- und Artenvielfalt und weiterer Kollaborationen von öffentlichen und privaten Ermöglicherinnen und Ermöglicherinnen wird. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank auch an Sie. Und jetzt darf ich Dr. Wolfgang Oels ankündigen, CEO bei Ecosia, der Suchplattform Die Bäume pflanzt. Kennen Sie wahrscheinlich alle. Herzlich willkommen auf der Bühne. Ja, ich bin gefragt worden, was wir denn tun können, um Unternehmen anzuregen, sich mehr für Biodiversität zu engagieren. Und habe mich erstmal gefragt, warum machen das denn Unternehmen heute nicht? Ja, und ich glaube tatsächlich, das ist doch erstmal gar nicht so einfach. Wie soll man das denn eigentlich machen? Ja? Aber ich glaube, das Problem ist ja jetzt kürzlich gelöst worden. Ja? Mit dem Legacy Landscape Fund gibt es jetzt eine Institution, ja, die getragen von sehr honorigen Organisationen mit einer Größe, wo man also auch größere Geldsummen unterbringen kann und auch viele Jahre, ja, so als Standard, an die man sich jetzt richten kann. Also hat man Schwarze getroffen und dieses Problem, glaube ich, gelöst. Und damit hat man allerdings, glaube ich, auch die Ausrede weggenommen, ne, für Unternehmen, die sich da engagieren möchten. Und ich glaube, ich nehme mal Ecosia. Wir sind all in gegangen. 100% sämtlicher unserer Gewinne stecken wir in den Kampf gegen die Zwillingskrisen. Ja, wir haben 150 Millionen Bäume gepflanzt, heimische Bäume natürlich, ja, in Biodiversitäts-Hotspots weltweit. Und ja, wenn das uns gelingt, dann muss das anderen ja noch umso mehr gelingen dann dort. Ne? Ich denke aber auch, dass, das kam mir auch schon mal an, es darf dann so ein Legacy Fund oder so ein Engagement, darf auch dann nicht so der, damit dürfen sich dann Unternehmen nicht so mit dem Klingelbeutel dann freikaufen von ihrer Verantwortung für ihre Supply Chains. Ne? Unternehmen müssen aufhören mit ihrem Geschäft und dem Geschäft ihrer Zulieferer sozusagen, ja, unsere Welt zu zerstören. Bei Ecosia, ja, das ist Elektrizität, hängt an unseren Suchen dran, das ist das größte Commodity. Wir haben gesagt, wir haben so viele Photovoltaikanlagen gebaut, dass nicht nur unsere Suchen durch uns und unsere Zulieferer betrieben werden können, sondern doppelt so viel Strom eingespeist wird. Jede Suche auf Ecosia drückt ein Stück schmutziges Kohlekraftwerk auf dem Netz. Ja. Und jetzt komme ich also nochmal zurück auf die Frage, was können wir denn tun, um Unternehmen zu inspirieren und anzureizen, mehr für Biodiversität zu tun oder für den Kampf gegen die Zwillingskrisen dann dort. Ne? Und ich glaube, dass wir Einzelnen, ja, wir als Menschen und wir als Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen in Organisationen, dass wir den Infrastrukturen, die uns umbringt, unsere Arbeitskraft entziehen müssen, soweit uns das möglich ist, unsere Einkäufe, unsere Aufträge entziehen sollten dann dort. Und sich stattdessen, ja, soweit uns das möglich ist, ja, das ist nicht eben möglich, aber soweit uns das möglich ist, eben die Infrastrukturen zu bringen, ja, und diese Infrastrukturen aufzubauen, die unsere Welt regenerieren werden. Und dabei wünsche ich uns viel Glück. Vielen Dank für diesen Appell auch und jetzt freuen wir uns auf Susanne Klatten, Unternehmerin und Investorin, und ihr Statement beginnt mit einer Sounddatei und ich darf Sie herzlich auf die Bühne bitten und die Datei spielen wir jetzt ein. Ah.
Was Sie da gerade gehört haben, liebe Gäste, ist Boden. Ameisen, Zikaden, Dornschrecken, aufgenommen unter der Erde, wie sie krabbeln, fressen und sich verständigen. Sie hören die Akustik eines Ökosystems, hier einer Alpenwiese. Die Aufnahme stammt von Markus Mäder, der bei uns in Nantes Buch ein Projekt gestartet hat. Gemeinsam mit Wissenschaftlern sucht er einen Weg, Artenvielfalt schonend zu messen. Bis jetzt tragen Forscher dafür Boden ab, trocknen und sieben ihn und zählen dann die toten Tiere. Nantes Buch war ein zum Verkauf stehendes Gehöft in Bayern, umgeben von Mooren und Wäldern. Vor 10 Jahren brachte mich eine Wanderung an diesen wunderbaren Ort und in mir stieg der Wunsch auf, dieses Stück Land zu bewahren, als Land zum Nutzen aller. So entstand auf 320 Hektar die Stiftung Kunst und Natur. Mit Kunst wollen wir Menschen zusammenbringen. Wir veranstalten Konzerte, Lesungen, Ausstellungen, besonders gerne interdisziplinäre Projekte, so wie das von Herrn Mäder, der uns den Klang des Bodens gebracht hat. Der Natur nähern wir uns an mit Blick auf Böden und Artenvielfalt. Wir arbeiten zusammen mit Behörden und Wissenschaftlern. Wir renaturieren Wasserläufe, wir bauen Waldsäume auf und betreiben Permakultur. Unsere Erfahrungen teilen wir mit Besuchern und ganz besonders gerne natürlich mit Familien. Kürzlich, lieber Herr Tockner, las ich ein Gespräch mit Ihnen und der Biodiversitätsforscherin Aletta Bonn vom Helmholtz-Institut. Frau Dr. Bonn sagte, ich zitiere, wir erleben nicht nur einen Verlust von Arten, sondern auch einen gravierenden Verlust von Naturbewusstsein. Sie sprach auch darüber, wie bedeutsam es ist, dass Kinder Natur erleben. Naturschutz ist Bewusstsein. Mich lehrte Nantes Buch, Böden und das Moor mit anderen Augen zu sehen. Moore bedecken nur 3% der Erde, aber sie binden mehr CO2 als alle Wälder zusammen. Entwässerte Moore geben Unmengen an CO2 wieder frei. Also vernässen wir behutsam das Moor in Nantes Buch nun wieder und haben Behörden Moorwald als Pilotfläche zur Verfügung gestellt. Naturschutz ist nicht nur Bewusstsein, sondern auch Wissen. Und deshalb finde ich es großartig, dass dieser Abend von der Wissenschaft initiiert wurde. Ihre Botschaften sind eindringlich. Artenschutz entscheidet über unsere Zukunft und naturbasierte Lösungen sind der Schlüssel zum Erfolg. Und wir können etwas tun, zum Beispiel mit dem Legacy Landscape Fund, der staatliches und privates Engagement verbindet, der 30 besonders wichtige Landschaften bewahren möchte mit mehr als 60.000 Quadratkilometern Land. Bei diesem wichtigen Vorhaben möchte ich gerne einen Beitrag leisten. Auch ich werde mich an diesem Legacy Landscape Fonds beteiligen. Der Fonds kann meiner Ansicht nach wirklich einen Unterschied machen. Er ist interdisziplinär. Er vereint dabei Wissenschaft, Politik, NGOs und Philanthropie. Und ich glaube, nur auf diese Weise lassen sich große Krisen bewältigen, indem wir Wissen und Bewusstsein schaffen, im Verbund mit Gemeinsinn, Finanzkraft und einem politischen Mandat. Und der Legacy Landscape Fonds ist völkerverbindend. Er bringt Menschen und Kulturen einander näher und verbindet so die Nord- mit der Südhalbkugel. Der Artenreichtum im Süden ist auch für uns hier im Norden existenziell wichtig und ich empfinde es als richtig, dass der Norden sich an den Kosten für seinen Schutz beteiligt. Das ist globaler, verbindender Naturschutz.
Und es ist, und das sage ich als Unternehmerin, das sinnvollste Wirtschaften überhaupt. Eines, das in Generationen denkt. Eines, das verstanden hat, was diese Akustik unter unseren Füßen wirklich bedeutet. Was wir gehört haben, ist mehr als Boden, es ist unser Fundament. Herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch für diese sehr persönlichen Einblicke in das, was Sie antreibt. Und ich darf jetzt zum Abschluss nochmal Professor Tockner zu mir auf die Bühne bitten für ein kurzes Fazit. Mit welchem Gefühl gehen Sie aus diesem Abend raus, nachdem Sie heute Morgen die Berliner Erklärung abgegeben haben, gemeinsam mit den Kollegen und jetzt diese Veranstaltung erlebt haben? Wie geht es Ihnen damit? Das würden wir gerne hören. Das Fazit ist ganz kurz. Danke. Es zeigt, dass wir gemeinsam ziehen können und wir müssen und wir werden nicht die Mühen der Ebene dabei scheuen. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Abend heute und ich möchte mich ganz besonders bei jenen, die sich aktiv und engagiert eingesetzt haben, damit das ein Erfolg wird. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute hier sind, hier vor Ort und live. Ich bedanke mich auch ganz sehr bei meinen Kollegen Bernhard Misow und Johannes Vogel und ganz besonders bei den Teams, bei den großartigen Teams in Berlin, in Bonn und in Frankfurt, die in den letzten Wochen Unglaubliches geleistet haben, damit dass wir heute diesen Abend hier haben. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Steger, dass Sie uns so angenehm durch diesen Abend geführt haben. Und was dieser Abend zeigt, ist, wir können es schaffen, aber damit wir unseren Planeten lebenswert unseren Kindern und Enkelkindern übergeben, braucht es das beste Wissen, großes gesellschaftliches Engagement und politischen Mut. Und das haben wir heute hier gesehen. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Vielen Dank für diesen schönen Abschluss. Und das bedeutet, dass Sie sich jetzt Getränke besorgen können, dass Sie miteinander ins Gespräch gehen können. Und ich glaube, unsere Bitte ist vor allen Dingen, dass Sie alle die Botschaften, die Sie heute hier gehört haben, in die Welt tragen und die vielen Menschen, die noch nicht wissen von dieser großen Krise, der wir uns gegenüber sehen, dass Sie informiert werden. Haben Sie noch einen schönen Abend und genießen Sie das Netzwerken nach so langer Zeit, in der wir uns alle nicht treffen konnten. Dankeschön.